Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Studium Generale der Mechatronik. Heute ein Vortrag über Teilchenphysik, und zwar schweres Geschütz für kleinste Teilchen, der Teilchenbeschleuniger des LHC des CERN in Genf. Und ich darf Ihnen kurz unseren Referenten des heutigen Tages vorstellen, Herr Dr. Gunter Kabisch. Herr Dr. Gunter Kabisch hat Physik studiert an der Universität Leipzig, war dann zu einem Anschluss nach dem Abschluss des Diploms zu einem Forschungsstudium an der Bergakademie Freiberg, schweres Wort, heute TU Freiberg, hat dort promoviert, dann von 76 bis 85 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sächsischen Akademie der Wissenschaften tätig. Dort hat er sich mit der Molekülphysik beschäftigt. Und von 1986, da ist noch ein Handy an, bis 2010 arbeitet Dr. Kabisch im Bereich der Forschung und Entwicklung bei der Firma Burkhardt Fluid Control Systems in Ingelfingen und dort als Leiter der neu geschaffenen Arbeitsgruppe Grundlagen und System entwickelt. Seit 2010 ist der Dr. Kabisch auch Lehrbeauftragter bei uns, nebenamtlicher Lehrbeauftragter im Bereich Mechatronik und lehrt dort mechatronische Systeme 1 und finite Elemente in der Mechatronik und ist außerdem auch Mitglied der Prüfungskommission. Ich freue mich auf den Vortrag und Sie werden sicher noch was zum Zusammenhang des Themas und Ihrer Tätigkeit erläutern. Danke. Okay. Entschuldigung. Ich muss noch einen Hinweis aus datenschutzrechtlichen Gründen. Also der Vortrag wird aufgezeichnet, das heißt, es werden auch Fotos gemacht, nur damit Sie darüber informiert sind alle. Danke. Ja, Rainer, vielen Dank für deine freundliche Einführung. Bei denen, die aufmerksam zugehört haben, ist vielleicht die Frage aufgetaucht, wie ich eigentlich dazu komme, jetzt diesen Vortrag über das Thema zu halten, weil in meiner Vita kein Ton gesagt worden ist über irgendeine nähere, tiefere Beschäftigung mit Elementarteilchenphysik. Und dem ist auch so. Ich habe also Physik studiert an einer renommierten Universität. Da gab es sogar eine Gruppe Elementarteilchenphysik, in die man sich hätte spezialisieren können. Ich habe das aber aus guten Gründen damals nicht gemacht, sondern bin in die Molekülphysik gegangen. Und dann, als ich in der Industrie war, noch 1986, da waren ganz andere Dinge im Vordergrund als Elementarteilchenphysik. Da wäre man wahrscheinlich da ein bisschen als Spinner abqualifiziert worden, wenn man mit solchen Problemen gekommen wäre. Ich bin also dann schon ein bisschen, habe das ein bisschen aus dem Blickfeld verloren, diese Elementarteilchenphysik, und bin erst um das Jahr 2000 herum wieder drauf gestoßen. Da kam nämlich in unserer Firma ein sogenannter Call for Tender an, vom CERN in Genf. Call for Tender heißt, das war eine Ausschreibung, da ging es um die Lieferung von etwa 2000 Proportionalmagnetventilen für den Kühlkreislauf dieses neuen Teilchenbeschleunigers LHC, da der gerade in der Planung war. Wir haben uns von der Firma aus um das Projekt beworben, und da das den Produktbereich betraf, für den ich von der Entwicklungsseite in F&E bei Burkhardt verantwortlich war, kam es also zu regelmäßigen Kontakten. Die Leute von CERN sind viele Male zu Evaluationen bei uns in der Firma gewesen. Wir waren einige Male dort im CERN, haben uns das angeguckt. Und als sich dann rauskristallisiert hat, dass wir vermutlich den Zuschlag kriegen für das Projekt von der Burkhardt-Seite, habe ich mich dann doch ein bisschen stärker wieder für das Projekt interessiert und wollte wissen, was die Leute da eigentlich treiben, was die wissenschaftlichen Fragestellungen im Hintergrund sind. Und darauf geht letztlich auch der Vortrag hier zurück. Das heißt aber, dass ich heute die Aktivitäten in der Teilchenphysik nicht aus der Perspektive eines großen Spezialisten betrachten werde, sondern eher aus der Perspektive eines Halblaien. Ich werde Sie also nicht mit irgendwelcher komplexer Mathematik quälen heute hier, sondern würde das ein bisschen versuchen, aus einer halbwegs verständlichen Perspektive zu schildern. Ich denke auch, dass das vielleicht dem Charakter dieses Studiums Generale mehr entspricht, als wenn ich Sie hier mit Formeln totschlagen würde. Das heißt aber auch, dass diejenigen, die vielleicht heute hergekommen sind, um von mir irgendwas zu erfahren über die neuesten Erkenntnisse der Quantenchromodynamik oder Stringtheorie, die werden eventuell ein bisschen enttäuscht nach Hause gehen. Ich hoffe aber, dass auf der Gegenseite einige von Ihnen dann
doch ein paar neue Erkenntnisse, neue Zusammenhänge mitnehmen werden. Also das zur Vorbemerkung von meiner Seite zum Hintergrund, warum ich diesen Vortrag halte. Also wir reden über den Large Hadron Collider. Ich will Ihnen kurz sagen, was ich mit Ihnen heute kurz durchsprechen will. Am Anfang geht es erstmal darum, was macht man überhaupt mit Teilchenbeschleunigung? Was ist die Hauptaufgabe von Teilchenbeschleunigung? Was will man erreichen? Danach werden wir uns ein bisschen detaillierter mit dem Teilchenbeschleuniger, um den es hier geht, mit dem LHC am CERN beschäftigen, einige technische Daten, die sind beeindruckend genug. Dann muss ich Ihnen, bevor wir zu den wissenschaftlichen Fragestellungen kommen, ein bisschen was sagen zum Stand der Elementarteilchenphysik in der Projektphase oder bevor der LHC in Betrieb ging. Darauf kommen wir dann automatisch zum Standardmodell der Teilchenphysik. Das werde ich Ihnen versuchen, kurz zu schildern. Dann auch im Anschluss dran zu schauen, was sind die offenen Fragestellungen, die dieses Standardmodell nicht abdeckt. Daraus ergeben sich dann zwangsläufig die Fragestellungen, die dort am CERN bearbeitet wurden und werden. Das läuft ja noch ein Weilchen. Das wäre also dann der Punkt, wissenschaftliche Ziele der Experimente am CERN. Dann werde ich, wenn die Zeit noch reicht, kurz eingehen auf den Zusammenhang zwischen Teilchenphysik und Kosmologie. Das ist was ganz Erstaunliches, wie nah die Verbindung zwischen der Welt des Allergrößten, nämlich der Kosmologie, also Astronomie im physikalischen Sinne, und der Welt des Kleinsten, also der Elementarteilchenphysik ist. Und zum Schluss, wenn die Zeit reicht, würde ich noch gerne ein paar Worte zu den Detektoren sagen. Die sind nämlich sehr beeindruckend und passen auch hier, ich sehe viele Studenten in den unter den Zuschauern, passen auch ein bisschen zum Mechatronikstudium. Dort handelt es sich mit Sicherheit um das größte, weltweit größte und komplexeste mechatronische System, das es überhaupt gibt. Gut, das wäre also ein bisschen der Fahrplan, den ich vorhabe. Kurz CERN als Organisation, nur ganz kurz. CERN bedeutet Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Das heißt, ein Konsortium, mit dem man gegründet in 1950er Jahren, ich glaube 1954, mit dem man in Europa die Grundlagenforschung stimulieren wollte. Das war praktisch die Basis, haben sich viele Länder daran beteiligt, noch nicht so viele wie jetzt da sind. Hier sind die mal alle, die jetzt am CERN beteiligt sind. Am Anfang war der Schwerpunkt Kernphysik. Damals war die Kernphysik noch modern, Kernenergiegewinnung. Das hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen verlagert in Richtung Elementarteilchenphysik, also auch Elementarteilchen außerhalb des Atomkerns. So, und jetzt, heutzutage, ist CERN wirklich weltweit das führende Zentrum zur Elementarteilchenphysik. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass dort der weltweit leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger überhaupt steht. Das ist eben dieser LHC, der Large Hadron Collider. Das ist ein Ringbeschleuniger, in dem man zwei Sorten von Hadronen, vor allen Dingen Protonen die meiste Zeit, aber auch für bestimmte Experimente Blei-Ionen beschleunigt. Das sind beides Hadronen. Der Hadron ist so ein Oberbegriff für sehr kompakte und massive Teilchen, im Gegensatz zu Leptonen, wie das Elektron zum Beispiel, die eher leichte Teilchen sind. Ich komme später noch zu einer etwas korrekteren Definition des Begriffs Hadronen. Wenn Sie dahin kommen, sehen Sie diesen Beschleuniger in einer ganz exponierten und privilegierten Lage. Das ist hier mal eingezeichnet rot. Der Verlauf des Beschleunigerrings, natürlich nicht so, wie er gezeichnet ist, aber 100 Meter tiefer unter der Erde verläuft dieser Beschleunigerring so hier. Sie sehen hier hinten die Stadt Genf, hier ist der Genfer Flughafen, hier der Südzipfel des Genfer Sees. Und im Hintergrund sieht man ganz beeindruckend die französischen Alpen mit dem Mont Blanc hier. Im Vordergrund würde man gucken auf das Juragebirge. Also eine ganz tolle Gegend für den, der mal Urlaub hat oder im Urlaub dahin gehen will. Ganz toll, aber man sollte eine dicke Brieftasche mitnehmen. Genf ist nicht billig. Das wäre also die Lage. Und jetzt ein paar Worte dazu im Allgemeinen, unabhängig von dem LHC, was man mit Teilchenbeschleuniger macht. Also Teilchenbeschleuniger dienen dazu, neue Teilchen nachzuweisen, die vorher unbekannt waren, deren Eigenschaften zu studieren. Und das macht man dadurch, dass man bekannte Teilchen auf sehr hohe Energien beschleunigt und die dann in bestimmten Kollisionspunkten aufeinander loslässt, zusammenschießt. Und bei diesen Kollisionen
entstehen dann Zerfallsprodukte, die man untersucht. Da hofft man, dass neue unbekannte Teilchen dabei sind. Und es können Zerfallsprodukte mit immer höheren Energien entstehen, wenn die Energien der kollidierenden Teilchen sehr hoch sind. Also man muss gucken, dass man die Energien möglichst hoch treibt. Also je höher die Energien sind, desto größer wird die Chance, dass man sehr energiereiche Teilchen, die noch nicht bekannt sind, entdecken kann. Die Einheit, das kommt dann immer wieder, deswegen muss ich das kurz erklären, die Einheit, in der man die Energie dieser Teilchen misst, ist das Elektronenvolt. Ein Elektronenvolt ist genau die Energie, die ein Elektron oder auch ein Proton, das hat dieselbe Ladung wie ein Elektron, bekommt, wenn es eine Potentialdifferenz, eine Spannung von einem Volt durchläuft, das ist ein Elektronenvolt. Also eine sehr kleine Energie, hier sehen Sie die in SI-Einheiten ausgedrückt, etwa 10 hoch minus 19 Joule, das ist winzig klein. Aber Sie kennen alle diese schöne Formel, E gleich M mal C Quadrat. Meistens kennen Sie die wahrscheinlich in Verbindung mit dem Bild, wo Einstein seine Zunge ganz lang rausstreckt. Das ist also die Formel, die Einstein gefunden hat und die ausdrückt, dass Masse und Energie äquivalent sind, dass das also zwei Seiten einer derselben Medaille sind. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt und Teilchen betrachtet, die eine Ruhemasse haben, das haben ja nicht alle Teilchen, also das Photon zum Beispiel hat keine. Aber wenn man Teilchen mit einer Ruhemasse M0 betrachtet, dann kann man die Formel ein bisschen weiterentwickeln und dann hängt die Formel nicht nur von der Ruhemasse, die Energie nicht nur von der Ruhemasse der Teilchen ab, sondern auch vom Bewegungszustand, von der Geschwindigkeit der Teilchen. Also V ist die Geschwindigkeit des Teilchens und C ist die Lichtgeschwindigkeit in beiden Formeln, links und rechts. Also 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und hier sehen Sie schon an der Struktur der Formel, hier passiert irgendwas Verrücktes, wenn die Geschwindigkeit immer näher an die Lichtgeschwindigkeit rankommt, dann wird dieser Quotient hier hinten immer näher an 1 ranrücken, dann wird die Wurzel 0 und dann passiert was Unschönes in der Mathematik. Das heißt, der Ausdruck geht gegen unendlich. In der Physik heißt das, dass je näher ich die Teilchen an die Lichtgeschwindigkeit ranbringe, ich die Teilchenenergie immer höher treiben kann. Das wird in der Funktion hier ausgedrückt. Sie haben hier die Ruheenergie bei Geschwindigkeit 0. Hier unten ist die Lichtgeschwindigkeit in, die Teilchengeschwindigkeit in Prozent der Lichtgeschwindigkeit aufgetragen. Und wenn Sie hier rankommen, können Sie im Prinzip, je näher Sie an die Lichtgeschwindigkeit kommen, die Teilchenenergie ins Beliebige steigern. So, für die oder zur Illustration mal, welche Energien jetzt in Elektronenvolt die bestimmte Geschwindigkeiten entsprechen für ein Proton. Wenn zum Beispiel ein Proton 31% der Lichtgeschwindigkeit hat, das wäre schon sehr schnell, dann wäre das eine Energie von 50 Megaelektronenvolt. Dann bei 99,99% wären das 450 Gigaelektronenvolt. Und das, was hier aufgetragen ist, das sind nicht zufällig irgendwelche willkürlich herausgegriffene Zahlen, sondern das sind gerade die Geschwindigkeiten, die man erreicht mit den Beschleunigern, die am CERN vor dem LHC da waren. Der LHC ist nicht der erste Beschleuniger, der da stand. Das sind schon 4, 5, 6 Beschleuniger vorher da gewesen. Und das waren so in zeitlicher Reihenfolge die Geschwindigkeiten, die man mit den Beschleunigern erreicht hat. Und da hat man die Energien erreicht, hat auch interessante Experimente gemacht. Und hier mit dem LHC wollte man jetzt diese Geschwindigkeit erreichen, oder hat man auch schon erreicht. Also 99, und dann kommen noch 5, 6, 7, 9 der Lichtgeschwindigkeit. Also die Protonen bewegen sich dort praktisch mit Lichtgeschwindigkeit. Und dann haben die Protonen eine Energie von 7 Teraelektronenvolt. Ich habe hier nochmal eine Tabelle drunter kopiert aus CERN-Unterlagen, für die, die mit diesen Präfixen nicht ganz so vertraut sind. Das Kilo kennt noch jeder als Faktor, Synonym für Faktor 1000, Mega auch. Für eine Million Giga, da wird es schon ein bisschen seltsamer, für eine Milliarde. Und hier ist das Teraelektronenvolt, das sind also 1000 Milliarden Elektronenvolt, die so ein System hat. Gut, wie sieht das Ganze aus? Nochmal ein schematisches Gesamtbild jetzt der gesamten Anlage am LHC. Das ist ein Tunnel von 27 Kilometer Länge, kreisförmig, im Wesentlichen kreisförmig aufgebaut. Der verläuft in einer Tiefe von etwa um die 100 Meter, ein bisschen höher, je nach Geländebeschaffenheit eben ein bisschen höher und ein bisschen tiefer. Und in diesem Tunnel kreisen zwei Strahlen von Protonen, und zwar in entgegengesetzten Richtungen. Ein Protonenstrahl kreist in Uhrzeigerrichtung in diesem Tunnel, also nicht im Tunnel als Ganzes, sondern in Strahlröhren, die dort unten angebracht sind. Und ein zweiter Strahl kreist in Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn.
Und dann sind da vier Detektoren, vier Punkte, an denen dann Experimente gemacht werden. Und genau an diesen Detektoren lässt man die beiden Teilchenstrahlen kollidieren. Und dann kommen die halt in der einen Richtung mit 7 Teraelektronenvolt, die Protonen, in der anderen Richtung auch mit 7, sodass man eine Schwerpunktsenergie von 14 Teraelektronenvolt zur Verfügung hat. Das ist mit Abstand die höchste Energie, die weltweit für solche Kollisionen zur Verfügung steht. Also auch deutlich mehr als die Beschleuniger, die vorher da den höchsten Wert hatten. An jedem von den vier Detektoren ist ein Zugang von überirdisch, also von oben, möglich. Das sind die sogenannten Access Points. Was Sie noch sehen, der Tunnel übrigens, der ist so groß, dass man sich nicht mehr zu Fuß bewegen sollte. 27 Kilometer sind lang, da werden die Füße müde. Dort gibt es also unten eine Monorailbahn, mit der man fahren kann, die an der Decke aufgehängt ist, also so dass man sich auch schnell zwischen den Punkten bewegen kann. Was Sie noch sehen hier, über die Detektoren reden wir zum Schluss kurz oder ein bisschen detaillierter dann. Was Sie noch sehen, ist ein anderer, zweiter, kleinerer Speicherring. Das ist das sogenannte Superproton-Synchrotron. Das war der Vorvorgänger von diesem LHC, kleinerer Tunnel. Und der dient jetzt dazu, um die Protonen vorzubeschleunigen und die dann praktisch in zwei unterschiedlichen Richtungen hier in den Ring einzuspeisen. Das ist dieser SPS, dieser das Superproton-Synchrotron. Gut, wo kommen die Protonen jetzt her, die man beschleunigen will? Protonen sind einfach Kerne vom Wasserstoffatom. Das heißt, die sind elektrisch geladen. Ansonsten kann man ja Teilchen ohnehin nicht beschleunigen. Neutralteilchen können sie nicht beschleunigen. Mit der Gravitation ziehen sie da keine Wurst vom Teller, um es mal etwas lax auszudrücken. Nur geladene Teilchen, und die können sie durch elektrische Felder beschleunigen. Gut. Die kommen ganz simpel aus einer Flasche mit Wasserstoffgas. Und dann werden die in einem sogenannten Duoplasmatron, in einem Duoplasmatron mit Elektronen, wird der Wasserstoff mit Elektronen beschossen, da entsteht ein Plasma. Und dann werden die Protonen mit verschiedenen Beschleunigungsstufen von Elektronen eben rausgezogen und werden dann eingespeist. Und da gibt es einen komplexen Prozess. Also dann gehen die, wenn die also aus dem Duoplasmaton rauskommen, zunächst mal einen kleinen Linearbeschleuniger, und dann gehen die durch 1, 2, 3 Speicherringe durch, also auch Ringbeschleuniger, wo sie jedes Mal eine höhere Energie kriegen. Hier sehen Sie mal die Energien, die jeweils in dem entsprechenden Ring dann den Protonen praktisch übertragen werden, auf dass die beschleunigt werden. Das ist jetzt dieses Superproton-Synchrotron SPS, das ist 1976 gebaut und 7 Kilometer Umfang, deutlich kleiner als der LHC. Und von da kommen die jetzt mit dieser Energie, 450 Gigaelektronenvolt, eben in den großen Tunnel, in den LHC-Tunnel. Soll ich vielleicht noch dazu sagen, dass der Tunnel nicht neu gebaut worden ist für den LHC, der Vorgängerbeschleuniger LEP, das war der Large Elektron-Positron-Collider, also für andere Elementarteilchen, der war in genau demselben Ringtunnel schon untergebracht, den musste man nicht neu graben. Das war also schon immer ein Vorteil. Und die Protonen kommen also aus dem SPS hier rein. Ein Teil im Uhrzeigersinn, ein Teil gegen den Uhrzeigersinn, und jetzt werden die in dem großen Ring nochmal weiter beschleunigt. Und zwar nochmal um Faktor 20 auf eine höhere Energie gebracht, sodass sie dann also 7000 von 450 auf 7000 Gigaelektronenvolt kriegen. Das dauert etwa 20 Minuten, dann haben die Energie. Und dann bleibt der Strahl oder die beiden Strahlen, die gegensinnig umlaufen, die bleiben in dem Beschleunigerring drin und stehen dann so um die 10 Stunden für Experimente zur Verfügung. 10 Stunden lang können da Experimente gemacht werden, und 10 Stunden lang treffen in jedem Detektor dann diese Protonen aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander und lösen hoffentlich interessante Kollisionen aus. Machen sie auch. So, wenn wir uns das nochmal angucken, ein bisschen weniger schematisch, da ist dasselbe nochmal hier dargestellt, die verschiedenen Beschleuniger, die die Protonen durchlaufen, dann hier hinten da rein, und hier sehen Sie, wie in zwei Richtungen, einmal in die Richtung und von hier dann in die andere Richtung, die Protonen da rein beschleunigt werden in den großen Ring, und hier sehen Sie auch die vier Detektoren, wo dann Kollisionen stattfinden, abgebildet. Vielleicht noch interessant an dem Bildchen, an einer Stelle werden an dem letzten Vorbeschleuniger Protonen abgezweigt. Die werden dann auf einen bestimmten Metallblock, also Carbonblock gebracht. Dort reagieren die, und da bilden sich
Myonen und Neutrinos. Die Myonen werden verschluckt und die Neutrinos sind ganz seltsame Teilchen, da reden wir noch kurz drüber. Die gehen dann auf dem Weg durch die Erde durch in Richtung Italien und werden da detektiert. Das ist ein spezielles Experiment. Sage ich noch kurz einen Satz dazu. Das sieht man also hier, gehen über 730 Kilometer dann weg. So, was machen jetzt die Protonen, wenn sie im Speicherring sind und auf diese 7 Teraelektronenvolt beschleunigt sind? Da muss man erstmal sehen, die werden nicht permanent, kontinuierlich reingeschossen in den Ring, sondern die kommen in Bündeln rein. Also in Bündeln in beiden Richtungen. Alle 25 Nanosekunden wird ein solches Bündel eingespeist. Das heißt, wenn Sie das mit der Lichtgeschwindigkeit mal nehmen, kriegen Sie den Abstand von 2 Bündeln, sind genau 7,5 Meter. Also alle 7,5 Meter kommt so ein Bündel angesaust, bewegen sich praktisch mit Lichtgeschwindigkeit. Und in jedem solchen Bündel sind 100 Milliarden Protonen drin. 100 Milliarden, also eine schöne Zahl. Wenn Sie die Gesamtlänge von 27 Kilometer nehmen und die mit der Lichtgeschwindigkeit verrechnen, da kriegen Sie raus, dass die Bündel jedes in jeder Sekunde 11.200 Umläufe machen in diesem Beschleuniger. Also alle Bündel gehen 11.000 Mal darum und treffen dann 11.000 mal 4, mit 4 Detektoren, Bündel aus der anderen Drehrichtung. Und da gibt es die Kollision. So, wie groß sind die Bündel? Die sind wenige Zentimeter lang, durch die Zeit vorgegeben, die man da reinbringt. Und die haben 1 Millimeter Durchmesser, 1 Millimeter Querschnitt dieser Bündel. Das sind die 100 Milliarden Protonen untergebracht. Das geht aber, wird aber noch besser. An den 4 Kollisionspunkten, wo die Experimente stattfinden, fokussiert man die mit bestimmten Quadrupolmagneten noch weiter, sodass der Durchmesser des Strahls dann nur 16 Mikrometer ist. Das ist genau ein Drittel von der mittleren Dicke eines menschlichen Haares. Da gehen also 100 Milliarden Protonen gehen durch diesen Querschnitt von einer Dritteldicke des menschlichen Haares und dann lässt man die Bündel aufeinander schießen. Fast senkrecht, der Winkel ist wenige Hundertstel Grad, unter dem die kollidieren. Man sagt gekreuzte Strahlen, aber da ist kein Kreuz, das ist praktisch antiparallel. So, wenn sich jetzt 2 solche Bündel durchdringen auf der engen Fläche, 100 Milliarden von links, 100 Milliarden von rechts, da könnte man denken, dann zerplatzen die alle, die zerstäuben sich, nichts da. Da gibt es ganze 20 Kollisionen nur. Die anderen gehen alle aneinander vorbei und merken voneinander nichts. 20 Kollisionen und für die interessiert man sich dann. Das scheint wenig. Aber wenn Sie mal sich angucken, dass im Rohr dann 2800 Bündel sind, die mit Lichtgeschwindigkeit umlaufen, dass die jeweils über 11.000 Umläufe pro Sekunde machen. Und wenn Sie das dann multiplizieren mit den 20 Kollisionen pro Begegnung zweier Bündel, dann kommen Sie darauf, dass dort 600 Millionen Kollisionen stattfinden pro Sekunde. 600 Millionen solche Events, für die man sich interessieren sollte und wo man die Interessanten dann rauspicken muss. 600 Millionen und das in jedem der 4 Detektoren. Da sehen Sie mal, was dann für eine Aufgabe für die Sensorik und für die Datenverarbeitung dahinter steht. Ich habe mal eine Kollision raus, das ist eine CERN-Unterlage rausgezogen, nur um Ihnen mal zu zeigen, was dahinter steht. Wir wollen das nicht im Detail durchsprechen. Das ist eine Kollision an dem Punkt hier, das PV steht für Primary Vertex. Dort sind 2 Protonen zusammengestoßen und haben ein Teilchen erzeugt, das sich Strange Beauty Particle nennt, BS. Das zerfällt sofort wieder, ist instabil, das kommt nicht weit, das kommt gerade mal 1 Millimeter oder 1,5 Millimeter. Und dann zerfällt das in 3 andere Teilchen. Myon, hier ein anderes Partikel, das heißt, muss ich mal gucken, ich kenne die Namen auch nicht so genau. Das heißt hier ein DS Plus, hat auch noch irgendwo einen Namen, Beauty Particle oder sowas. Das reißt ein Stück weiter und zerfällt dann aber hier wieder. Das ist an einem sogenannten Tertiären Reaktionspunkt wieder in Pion und 2 Kaonen und noch ein paar andere Partikel. Das ist alles von einer Protonenkollision. Und die müssen Sie alle aufzeichnen, weil Sie ja das Partikel selber nicht sehen. Sie können nur aus den Zerfallsprodukten, die hinterher entstehen, rückschließen auf die Eigenschaften dieses Partikels. Das sollte nur zeigen, dass das unheimlich komplex ist. Nochmal, jedes einzelne Event von diesen 600 Millionen hat die Komplexität. So muss man sich gut überlegen, was man damit macht.
Kurz dazu, welche Funktionselemente haben diese Teilchenbeschleuniger? Die prinzipiellen wenigstens will ich Ihnen kurz nennen. Also erstmal muss man die Teilchen natürlich beschleunigen. Da könnte man durch starke elektrische Felder, das ist erstmal klar, man könnte eben statische elektrische Felder nehmen. Die müssten aber so stark sein für solche Geschwindigkeiten, dass es dann irgendwo zu Durchschlägen kommt. Da kommt man nicht so weit. Man nimmt dazu sogenannte Hohlraumresonatoren, Cavities im Englischen, und die beschleunigen dadurch, dass sie im Innern stehende Wellen erzeugen, die in Resonanz geraten. Und wenn sie die Protonen dann phasenrichtig auf diese stehenden Wellen, über diese stehenden Wellen laufen lassen, dann passiert das, was bei den Surfern, die sie in der Südsee immer sehen, wenn die da auf dem Wellenkamm reiten, passiert. Die Teilchen werden beschleunigt, wenn das phasenrichtig passiert, bei jedem Durchlauf durch solche Hohlraumresonatoren. Das sind insgesamt 16 über die 27 Kilometer verteilt. Und die machen dann die Beschleunigung erstmal von diesen 450 Gigaelektronenvolt auf den 20-fachen Wert. Und auch wenn die den Wert haben und dann die Experimente 10 Stunden lang laufen, müssen die auch Energie abgeben, weil nämlich die umlaufenden Protonen ständig Energieverluste haben. Die senden nämlich Synchrotronenstrahlung aus, weil das geladene Teilchen sind, die sich zwar dann mit konstanter Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn bewegen. Und eine Kreisbewegung, wissen meine Studenten, ist eine beschleunigte Bewegung, und ein geladenes Teilchen auf einer beschleunigten Bahn gibt also ständig Energie in Form solcher Synchrotronenstrahlung ab, und die Cavities müssen diese Energie die ganze Zeit über nachliefern. Das wäre die Seitebeschleunigung der Teilchen. Und dann muss man vor diesen Kollisionspunkten, vor den Detektoren, den Teilchenstrahl dann fokussieren, dass der wirklich dann auf die Dicke von einem Drittel eines menschlichen Haares kommt. Oder erstmal muss man auf der Kreisbahn halten. Hätte ich fast vergessen. Man muss die Teilchen ja auf der Kreisbahn halten. Ansonsten würden die bei der Geschwindigkeit, praktisch Lichtgeschwindigkeit, an jedem Punkt tangential wegmarschieren und würden in Richtung Mont Blanc oder Genfersee oder sonst wohin fliegen, aber würden nicht in dem Beschleunigerring drin bleiben. Und das passiert mit extrem starken Dipolmagneten. Und dort braucht man die stärksten Magneten, die es weltweit gibt, weil eben die Teilchen so energiereich sind. Da gehen nur supraleitende Magneten, ich sage noch ein paar Worte dazu. Das ist ein solches Magnetelement, 15 Meter lang ist das, glaube ich. Hier sehen Sie beiden Strahlrohre, wo die beiden Teilchenstrahlen durchlaufen. Das sind die Dipolmagnete. Und dann zur Fokussierung vor den entsprechenden Detektoren braucht man sogenannte Quadrupolmagnete. Und da geht es eben darum, dass man die Kollisionswahrscheinlichkeit erhöht, das nennt man Luminosität, damit man eine hohe Ausbeute an solchen Kollisionen hat, die man dann analysieren kann, wo man die hoffentlich interessanten dann rauspicken kann. Und das läuft über sogenannte Quadrupolmagnete, die ein bisschen komplizierter aufgebaut sind als die Dipolmagnete. Aber die Magnete an sich sind schon interessant. Solche Magnetfelder kriegt man nur zusammen. Das sind bis 8,3 Tesla, also die mit Magnetphysik ein bisschen vertraut sind, wissen, dass das extreme Magnetfeldstärke ist. Die kriegt man nur zusammen, und die brauchen Spulenströme, das sind eigentlich Spulen von der Geometrie her normal. Spulenströme werden dort verwendet bis zu 12.000 Ampere. Das hält also keine normale Kupferspule aus, die wäre in Sekundenbruchteilen verdampft. Die können Sie nur mit supraleitenden Spulen erreichen. Und supraleitend heißt dann, dass Sie das entsprechende Material nehmen müssen, das dann bei tiefen Temperaturen diese Supraleitungseigenschaften hat. Supraleitung heißt, Sie können eine hohe Strömung durchschicken, ohne dass irgendein ohmscher Widerstand da ist. Also geht der Strom praktisch widerstandslos durch, und damit wird auch die Temperatur entsprechend keine entsprechende Wärme generiert. Man geht dann sogar runter bis auf minus 271,3 Grad, also 1,8 Grad nur über dem absoluten Nullpunkt, über diesen minus 273 Grad Celsius 0 Kelvin. Und dazu muss man natürlich irgendein Kühlmittel machen. Rundherum ist ja normale Temperatur im Erdinnern, also 20, 30 oder was weiß ich Grad. Dazu geht nur Helium. Nur flüssiges Helium eignet sich zum Abkühlen. Das heißt, man muss Helium verwenden. Helium wird bei 4,5 Kelvin, also minus 268 oder 69 Grad, schon flüssig. Das könnte man nehmen, aber man geht noch weiter runter ein Stück. Da hat nämlich das Helium noch einen Phasenübergang, entsteht das sogenannte Helium-2. Das ist nicht nur flüssig, sondern es ist dann noch suprafluide. Das heißt, die Viskosität wird praktisch null. Das kriecht in alle Spalten rein dann und macht eine Kühlwirkung, die über alle Spalten geht. Und zum anderen ist die Wärmeleitfähigkeit von dieser
Extremtieftemperaturphase dann noch um den Faktor, ich weiß nicht genau, 10 hoch 4 oder 10 hoch 6 größer als vom normalen Helium. Da ist also alles noch wesentlich besser und effektiver. Auch bei dieser Temperatur findet das dann das Ganze statt. Was hat man da für Drähte? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das Material für diese Drähte, wo also die Supraleitung dann einsetzt, das ist eine Neotantallegierung. So ein Draht, hier oben habe ich mal so ein Abbild von so einem Draht gemacht. Das ist der gesamte Draht. Der besteht aus 36 Adern, Durchmesser 0,8 mm jeweils, die verdrillt sind. Und jede solche Ader besteht, jetzt wird's lustig, besteht nochmal aus 6500 Einzeldrähtchen mit 6 Mikrometer Durchmesser. Wenn Sie die Gesamtlänge der Drähte, die da in den LAC-Magneten verbaut sind und den Detektoren zusammennehmen, da kommen Sie auf den 10-fachen Abstand Erde-Sonne. Also schon verrückt. Und was da passiert ist, über 5 Jahre in der Bauphase des LAC haben die über 5 Jahre lang im Schnitt 28% der gesamten Weltproduktion von supraleitenden Materialien verbraucht. Also es war ein durchaus ernstzunehmender Posten. Gut, noch ein paar Superlative wir sind bei den Daten des LAC schon. Der Energieverbrauch im Betrieb, im normalen Betrieb, ist ungefähr 120 Megawatt. Also das Ding braucht genauso viel Energie wie alle Haushalte der Stadt Genf zusammengenommen. Und deswegen wird in den Wintermonaten von Dezember bis März regelmäßig Pause gemacht, da wird er stillgelegt für Wartungsarbeiten, damit da bei den Genfern nicht überall das Licht ausgeht. Gut. Schnellste Rennstrecke der Welt, habe ich eigentlich schon ein bisschen was dazu gesagt. Lichtgeschwindigkeit ist ja die höchste Geschwindigkeit. Und für materiebehaftete Teilchen ist das sicherlich der Weltrekord. 99, und dann noch ein paar 9 der Lichtgeschwindigkeit. Und dann hat eben jedes Proton die Energie von 7 Teraelektronenvolt beim Zusammenprall von 2 entgegengesetzt. Umlaufen eben 14 Teraelektronenvolt. Es ist gleichzeitig der leerste Raum im Sonnensystem. Das ist auch klar. Wenn die Teilchen dort pro Sekunde 11.000 Mal rumlaufen, wenn die dort bei jedem Umlauf ein paar Verluste haben durch Luftmoleküle oder irgendwelche andere Gasmoleküle, die noch drin sind, dann haben sie nach ein paar Sekunden keinen Strahl mehr. Also müssen sie das so perfekt evakuieren, dass sie ein Vakuum haben, einen Druck von da drin, absoluten Luftdruck von 10 hoch minus 13 bar. Das ist also eine Zahl mit 12 Nullen nach dem Komma. Das wird mit irgendwelchen speziellen Turbomolekularpumpen gemacht, kenne ich mich auch nicht so genau aus. Ich weiß nur, dass es mehrere Wochen dauert, bevor sie vom Anlaufen die beiden Strahlrohre, die haben übrigens nur 5 cm Durchmesser, die sind also gar nicht groß, die beiden Strahlrohre so weit evakuiert haben, dass sie eben den Druck so weit runterbringen, dass dort die Teilchenkollisionen eben nur dort, wo sie sein sollen, in den Detektoren stattfinden und nicht unterwegs mit irgendwelchen Gasmolekülen, die da ungewollterweise noch rumschwirren. So, dann sind das auch, wenn wir beim Superlativen sind, die Kollisionszonen in den Detektoren sind die heißesten Stellen im Sonnensystem überhaupt. Jetzt werden Sie sagen, das kann nicht sein. Im Inneren der Sonne haben wir einige Millionen Grad durch die Kernfusion, also wesentlich mehr als an der Sonnenoberfläche, sind es nur 6000. Und trotzdem ist die Temperatur dort in diesen Kollisionszonen, wo das so fokussiert ist, um einen Faktor 100.000 höher als im Inneren der Sonne. Jetzt könnten Sie natürlich fragen, wie misst man das? Sie können ja kein Thermometer reinhalten in den Dimensionen, sondern die Temperatur wird statistisch definiert aus der mittleren kinetischen Energie der Partikel, die das sind. Und da kann man aber, das ist die statistische physikalische Temperaturdefinition. Also die heißesten Stellen im Sonnensystem sind da. Und rundherum an den Detektoren und in den Magneten, die dann praktisch die Ablenkung machen, damit die Teilchen auf der Kreisbahn bleiben, dort haben sie das genaue Gegenteil. Da haben sie die kältesten Temperaturen, die es überhaupt gibt. Also die weltgrößte Kühlanlage, weil sie das Ganze auf dieser extremen Minustemperatur halten müssen, 1,9 Kelvin nur. Und das ist kälter als die Temperatur im interstellaren Raum. Die misst man auch nicht mit dem Thermometer, die ist 2,7 Grad. Die ergibt sich aus der Intensitätsverteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die noch übrig geblieben ist vom Urknall praktisch. Die waren die Temperaturen extrem hoch und heute hat sich das so weit abgekühlt, dass wir dort nur noch 2,7 Grad haben aus der Intensitätsverteilung der Hintergrundstrahlung. Also im LAC ist es rundherum noch kälter die ganze Zeit. Das hat natürlich zur Folge, wenn Sie mal bedenken, dass Sie beim Runterkühlen natürlich dann extreme mechanische Spannungen kriegen.
Also die Längenänderung von diesem 27 Kilometer Tunnel beim Runterkühlen wäre etwa 30 Meter. Das müssen Sie alles ausgleichen. Und das muss langsam gehen, damit das nicht alles reißt aufgrund von Spannung. Das Runterkühlen und entsprechend das Auftauen der Sektoren dauert jeweils einen Monat. Also da ist nichts mal mit schnell an- und abschalten. So, und dann brauchen Sie bei der Anzahl der Kollisionen, 600 Millionen Kollisionen pro Sekunde an jedem Detektor, brauchen Sie natürlich die größten empfindlichsten Detektorsysteme überhaupt. Millionen von Sensoren sind da verbaut. Und Sie brauchen vor allen Dingen noch für die Prozesse einen, habe ich Ihnen gezeigt. Sie brauchen eine räumliche Auflösung im Mikrometerbereich und gleichzeitig eine zeitliche Auflösung im Nanosekundenbereich, um die Zerfallsprodukte alle zuordnen zu können. Und eben, die Tatsache nachher kommt noch dazu, dass eben bei jeder Kollision nicht nur ein Teilchen entsteht, sondern irgendwelche Instabile, die zerfallen weiter. Sie haben es also mit einer ganzen Kaskade von Reaktionsprodukten zu tun. Und um das alles auszuwerten, brauchen Sie natürlich das leistungsfähigste Computersystem der Welt. Das ist auch nicht mit den Computern getan, die da bei CERN stehen, sondern die Daten werden, nachdem sie extrem vorgefiltert werden, schon in den Detektoren, nicht allein bei CERN verarbeitet, sondern die gehen an Tausende von Computern weltweit. Es gibt also das größte Rechnernetzwerk weltweit, ist für den CERN installiert. Es gibt auch einen speziellen Namen. Den kann ich später vielleicht nochmal bringen, für dieses Netzwerk. Bei CERN ist übrigens auch das Internet entwickelt und erfunden worden, Anfang der 90er Jahre. Das waren Leute von CERN, die damals schon mit den Datenmengen nicht zurechtkamen und für den Austausch dann praktisch die ersten Stufen vom Internet entwickelt haben. So, bevor wir jetzt wirklich zu den Experimenten kommen, die die Leute da machen, will ich Ihnen noch kurz was sagen, welches Bild die Physiker hatten von der Teilchenphysik, bevor der LHC aktiv wurde. Also ein bisschen die Entwicklung unseres Bildes. Also die alten Griechen, die hatten ja ihre vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde, da konnten sie ein bisschen was erklären, aber natürlich nicht so sehr viel. Und dann passierte 2000 Jahre gar nichts. 1808 war das erste Mal irgendwo wieder ein Fortschritt zu verzeichnen. Da hatten Engländer Dalton gemerkt, dass bestimmte chemische Elemente nur in bestimmten Proportionen miteinander reagieren, hat daraus geschlussfolgert, dass alle Elemente aus kleinsten Teilchen, unteilbaren Teilchen, den Atomen bestehen. Dann war wieder ein ruhiges Jahrhundert fast und erst 1879 hat Thomson bei Kathodenstrahlexperimenten Teilchen festgestellt, die dort rauskamen aus dem Kathodenmaterial, die alle eine ganz kleine Ladung, alle dieselbe Masse hatten, und das waren die Elektronen. Negativ geladen. Und da die Atome bekanntermaßen neutral waren, musste irgendwo im Inneren noch eine positive Ladung, gleich große positive Ladung sein. Da hat man am Anfang gemeint, die wäre so verschmiert, hat so ein Rosinenkuchenmodell gehabt, die Elektronen als negative Ladungspunkte in so einem positiven Brei. Die Ansicht hat sich nicht sehr lange gehalten. 1911 hat nämlich Ernest Rutherford Streuversuche gemacht. Er hat Alpha-Teilchen, weiß man heute, dass das Heliumkerne sind, durch dünne Goldfolien geschossen und hat dann eigentlich erwartet, dass in dem Brei viele stecken bleiben und die anderen dann alle irgendwo abgelenkt werden und alle irgendwo beeinflusst werden von den Goldatomen. Und zwar überhaupt nicht so. Die überwiegende Mehrzahl ist völlig unbeeindruckt durch die Goldfolie durchmarschiert von den Alpha-Teilchen. Keinerlei Reaktion gezeigt, nur ganz wenige sind dann aber ganz heftig abgelenkt worden, wie so ein elastischer Stoß von Billardkugeln. Und aus der Häufigkeit konnten sie schließen, dass eben die positive Ladung konzentriert sein muss in einem ganz kleinen räumlichen Bereich in der Mitte des Atoms, dem Atomkern. Und eben die Elektronen irgendwie darum herum angeordnet sind. Dann hat 1913 Niels Bohr, ein Däne, versucht zu erklären, warum von bestimmten Atomen eben Strahlung emittiert wird, die nicht kontinuierlich ist, wie das weiße Sonnenlicht, sondern nur ganz bestimmte Frequenzen enthält. Das konnte man überhaupt nicht erklären, bis da mit der Physik. Und der hat einfach ein Postulat gemacht, hat gesagt, wir haben hier in der Mitte den Atomkern und die Elektronen rundherum, die bewegen sich alle auf Kreisbahnen. Und diese Kreisbahnen haben bestimmte Abstände, damit bestimmte Energien. Und da schwirren die Elektronen immer rundherum. Da müssen sie aber nicht immer bleiben, sondern die können sich von einer Kreisbahn auf die andere bewegen, können springen und dabei wird dann ein bestimmtes Lichtquant emittiert mit einer bestimmten Frequenz oder eben verschluckt, wenn gerade ein geeignetes ankommt. So die Übergänge zwischen den Elektrizzuständen. Das war natürlich mit der klassischen Physik überhaupt nicht kompatibel. Denn bewegte Ladungen auf einer Kreisbahn, da haben wir wieder dasselbe wie bei der Synchrotronstrahlung, die müssten dauernd Energie abgeben. Das heißt, die Elektronen müssten alle in Bruchteilen von Sekunden in den Atomkern stürzen und dann wäre es vorbei mit dem Atom.
Und so ist es ja bekanntermaßen nicht. Die meisten Atome sind sehr, sehr stabil und sehr, sehr langlebig. Also das war nur ein Hilfsmodell, um diese Spektren zu erklären. Ein paar Jahre später hat dann Rutherford, wiederum derselbe Rutherford, ein zweites Teilchen entdeckt, das man damals als Elementarteilchen betrachtet hat, und zwar das Proton. Und das hat er entdeckt, indem er sich die Reaktionsprodukte angeguckt hat, wenn er solche Alpha-Teilchen auf Stickstoffatome schoss. Da kamen positive Teilchen raus mit derselben Ladung wie die Elektronen, nur entgegengesetzt, aber einer viel größeren Masse. Das waren also die Protonen. Und dann die Widersprüche in dem Bohrschen Atommodell, die wurden erst gelöst in Mitte der 20er Jahre, als die Quantenmechanik entwickelt wurde, die die ganze Physik des Mikroskopischen eben aus einem ganz anderen Blickwinkel nimmt. Da kommt eine Wahrscheinlichkeitsdichte dazu, eine Wellenfunktion, die Schrödinger-Gleichung und sowas. Das würde den Rahmen der Vorlesung sprengen. Es soll hier nur erwähnt werden, dass man da ein konsistentes Bild gekriegt hat, warum sich das alles so verhält, wie sich es verhält. Das war also die Leistung der Leute Heisenberg, Schrödinger, Dirac und viele andere mehr. Dann hat 1932 ein Engländer wiederum eine Entdeckung gemacht. Der hat ein anderes Teilchen, ungefähr so schwer wie das Proton, entdeckt, hat aber keine Ladung. Das ist das, was wir heute als Neutron kennen. Auch wieder Alpha-Teilchen durch eine andere Folie geschossen, Beryllium-Folie. Und da hat man jetzt gewusst, dass die Atomkerne aus Protonen und Neutronen bestehen. Klein, die positive Ladung konzentriert ist dort. Das Bild ist dann noch komplexer geworden. Im gleichen Jahr hat Anderson das Positron entdeckt, das war das erste Antimaterie-Teilchen. Also in der kosmischen Strahlung hat er ein Teilchen gehabt, das exakt dem Elektron gleicht, nur eine entgegengesetzte, aber gleich große Ladung hat. Das Positron. Das erste Antimaterie-Teilchen war schon einige Jahre vorher von Paul Dirac vorhergesagt worden, aus theoretischen Gründen, und war hier dann 32 von Anderson gefunden. Hat aber gleichzeitig eben gefunden, dass Teilchen und Antiteilchen, wenn die sich treffen, sofort zerstrahlen und Energie bilden. Die leben nicht lange, diese Antiteilchen. 1936 ist dann ein Teilchen gefunden worden in der kosmischen Strahlung, das Myon. Das verhält sich genau wie ein Elektron, ist nur wesentlich schwerer, größere Masse. Dann war ein bisschen Ruhe wegen des Zweiten Weltkrieges. 1947 hat man dann deutlich schwerere Teilchen entdeckt, die sogenannten Pi-Mesonen. Und mit denen hat man versucht zu erklären, das ist ja noch ein offener Punkt, warum die Atomkerne überhaupt zusammenhalten. Wir haben neutrale Teilchen, die Neutronen, und wir haben eine Menge von Protonen drin in den meisten Kernen. Die müssten sich ja abstoßen, die müssten ja alle auseinanderfliegen, die Atomkerne. Machen sie aber auch nicht. Da braucht es eine Theorie, die eine Kraft beinhaltet, warum die Atomkerne eben zusammenhalten, die Protonen nicht wegfliegen. Das hat ein Japaner erstmals versucht. Hat eine erste Theorie der Kernkraft gemacht, und diese Teilchen, die da involviert waren, die hat man 1947 entdeckt. 1946 ist das sogenannte Neutrino entdeckt worden, ein ganz verrücktes Teilchen, war wieder schon mal vorhergesagt worden von Pauli und ist in der Strahlung von Kernreaktoren gefunden worden. Und das ist ein ganz verrücktes Teilchen, da will ich Ihnen mal kurz zeigen, was das so für Eigenschaften hat. Wenn Sie radioaktive Zerfälle, zum Beispiel so ein Beta-Zerfall, sich angucken, dann steht dahinter, dass ein Neutron zerfällt in ein Proton und ein Elektron. Dann passt es von den Ladungen wieder. Die haben gleiche Ladung entgegengesetzt. Das gibt ein neutrales Teilchen. Aber es stimmen die Erhaltungssätze von Impuls und einer anderen Größe, Spin, die stimmen nicht. Und da hat da damals schon Pauli postuliert, da muss es noch ein zusätzliches Teilchen geben, das noch nie jemand gesehen hat. Und das hat man dann 1956, wie gesagt, entdeckt in der Strahlung von Kernreaktoren. Diese Neutrinos sind ganz, ganz klein. Die sind in Riesenmengen beim Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden. Die entstehen auch heute noch bei der Kernfusion überall, zum Beispiel in der Sonne. Wenn Sie den Prozess sich mal angucken, das will ich Ihnen nur zeigen, wo die entstehen. Da werden ja im Prinzip aus zwei Wasserstoffkernen, aus zwei Protonen, am Ende kommt Helium raus über verschiedene Wege der Kernfusion. Und an 3, 4 Stellen ist hier so ein rot gezeichnetes Nüe. Das sind solche Neutrinos, die da entstehen. In ganz großen Mengen, die entstehen weiterhin bei Supernova-Ausbrüchen, wenn also dann so große Sterne oberhalb einer bestimmten Masse explodieren, da kommen Unmengen von diesen Neutrinos zustande. Man findet die aber schlecht, weil die ganz schlecht mit Materiewechsel wirken. Wenn Sie also 1 Milliarde Neutrinos auf die Erde zuschicken,
dann gehen alle von denen durch die Erde ohne jede Beeinträchtigung durch, bis auf eins im Mittel. Von einer Milliarde wird eins irgendwo da eine Reaktion auslösen. Das heißt, sie finden die im Prinzip ganz, ganz schlecht. Und lange Zeit war unklar, ob die überhaupt eine Masse haben. Die Neutrinos, heute weiß man es, da hat auch das CERN ein bisschen dazu beigetragen. Also das sind die Neutrinos. Und dann hat man immer neue Elementarteilchen entdeckt. Kamen immer neue dazu und 1964 war ein Punkt erreicht, wo man über 100 Elementarteilchen hatte. Da habe ich schon das Elementar in Anführungszeichen gesetzt. Da hat einer der führenden Kernphysiker damals gesagt, also wenn ich mir die Teilchen alle einprägen merken soll, da hätte ich irgendwo Zoologie studieren müssen und nicht Physik. Deswegen hat man auch von einem Teilchen zugesprochen. Also es konnte nicht mehr der letzte Schritt sein. Das war nicht möglich. Und dann 1964 hat es den ersten Versuch gegeben von Marie Gell-Mann und Georg Zweig, oder George Zweig wahrscheinlich gesprochen, mit dem sogenannten Quarkmodell das zu erklären. Und er hat alle Teilchen, die im Atomkern vorkommen, auf sogenannte Grundteilchen, also kleinere Teilchen, den sogenannten Quarks zurückgeführt. Also alle Teilchen, die im Atomkern sind, bestehen aus solchen Quarks. Und 4 Jahre später hat man wirklich diese Quarks auch dann experimentell nachweisen können in Stanford in Kalifornien bei solchen Streuelementen. Gut, noch ein bisschen später haben dann Marie Gell-Mann und ein deutscher Physiker Fritsch, der aus Leipzig kam übrigens, die haben dann eine Theorie erarbeitet, die beschrieben hat, wie diese Quarks dann zusammenhalten im Atomkern. Die müssten ja wieder auseinanderfliegen, weil die Wiederladung haben, ich zeig's gleich. Die halten über den Austausch sogenannter Trägerteilchen, der Gluonen, Trägerteilchen, der starken Wechselwirkung zusammen. Und da war es eigentlich so weit, dass man das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik perfekt hatte. So, das ist jetzt das Standardmodell. Ohne Mathematik, hatte ich Ihnen ja versprochen. Mathematik lassen wir sein nach der ersten Formel. So. Wir haben hier in dem ganzen Schema haben wir 2 Gruppen von Materieteilchen. Das sind die violetten hier, das sind die sogenannten, das sind die Quarks. Und wir haben hier unten noch eine Gruppe, gleich viele, das sind die sogenannten Leptonen, die leichten Teilchen. Wir gucken erstmal nur die erste Spalte an. Das sind diese Materieteilchen der ersten Generation, das sind die, die stabil sind. Aus diesen 4 Teilchen besteht praktisch alle Materie um uns herum. Also alles hier im Körper, in der unbelebten Materie, der ganze Kosmos, die Galaxien, lässt sich letztendlich alles auf diese 4 Teilchen zurückführen. Das sind die stabilen Teilchen. Und Sie sehen hier, an jedem Teilchen sind bestimmte charakteristische Werte dran geschrieben. Das ist A, die Ladung, da sehen Sie immer schöne glatte Zahlen. Das gibt es nur, Elektron hat die Ladung -1, die Quarks haben -1/3 oder +2/3, also auch schöne reguläre Zahlen. Und dann gibt es noch einen Spin. Das ist so ein Eigendrehimpuls, der mit einem magnetischen Moment verknüpft ist. Also die Atomkerne, aber auch diese Quarks, sind dann wie kleine Elementarmagnete. Es ist auch nicht so, dass die sich um sich selber drehen, das ist ein reiner Quanteneffekt, ein Spin. Die Größe ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass man in Chemieunternehmen eben Strukturuntersuchungen mit erkannt-magnetischen Resonanz machen kann, dass überhaupt ein MRT-Gerät, wenn Sie mal irgendwie eine Diagnostik brauchen, das steckt dahinter, diese Kernspins. Ohne die geht nichts da. Also Spin ist eine 2. Größe und als 3. Größe sehen Sie die Teilchenmasse. Hier auch ausgedrückt in Energieeinheiten, also in Megaelektronenvolt, weil Sie mit dem Faktor C² da ja hin und her rechnen können zwischen Masse und Energie. So, diese 4 Teilchen bilden alles, was an bekannter Materie da ist. Und dann gibt es für alle diese Teilchen noch 2 weitere Spalten. Das sind die Generationen 2 und 3 dieser Quarks auf der einen Seite und der Leptonen. Die unterscheiden sich in nichts eigentlich von den Teilchen hier vorne, außer dass sie eine sehr, sehr hohe Masse haben, damit eine hohe Energie. Und das hat zur Folge, dass die nicht stabil sind. Die zerfallen sehr schnell wieder. Deswegen beobachten wir die eigentlich nirgendwo. Die entstehen höchstens bei so hochenergetischen Prozessen wie Supernova-Explosionen oder im Sterneninneren und in Teilchenbeschleunigern, in den Kollisionszonen. Da entstehen die kurz, zerfallen dann aber wieder letztendlich in solche stabile Elementarteilchen. Also das ist alles das, was unsere belebte Materie, unbelebte und belebte Materie ausmacht. Und dann sehen Sie hier rechts noch eine Spalte, das sind die sogenannten Kraftteilchen, Wechselwirkungsteilchen. Das sind die, die für die Kräfte verantwortlich sind. Da haben wir oben das Photon, das für die elektromagnetische Kraft verantwortlich ist, die zwischen allen Teilchen
wirkt, die eine Ladung haben, die hat eine unendliche Reichweite, wird aber dann eben schnell schwächer. Dann haben wir ein Teilchen, das sogenannte Gluon, vom englischen Glue, kleben. Das klebt die Kernbausteine zusammen. Das ist das Trägerteilchen der starken Wechselwirkung und wirkt nur zwischen den Quarks, nicht zwischen den Leptonen, also nicht fürs Elektron, und wirkt nur im Bereich der Kernabstände, also nur im ganz, ganz engen Raumbereich. Ist aber extrem stark, die Kraft. Dann gibt es hier noch zwei Teilchen, die beiden Kraftteilchen, die sind für die schwache Wechselwirkung verantwortlich und die sind dafür verantwortlich, dass radioaktive Zerfälle stattfinden können. Dass sich also irgendwo im Kerninnern ein Neutron in ein Proton umwandelt und dann eben als Nachbarelement entsteht oder umgekehrt, wenn ein Positron emittiert wird. Wirkt auf Quarks und Leptonen, hat die Reichweite nur im subatomaren Bereich und dann gibt es als vierte Grundkraft noch die Gravitation, das steht gar nicht hier drin, weil das entsprechende Teilchen, das man vermutet, das Graviton noch nicht gefunden worden ist. Und die Frage ist, ob es in absehbarer Zeit gefunden wird. Also das fehlt noch hier. Gravitation lässt sich im Standardmodell nicht beschreiben. So, und jede von den Kräften wird durch den Austausch von solchen Trägerteilchen beschrieben. Und die nennt man Bosonen, weil die alle einen gradzahligen Spin haben. Alle einen Spin 1. Und die links, das sind Fermionen, die haben alle einen Spin 1/2. Dieser Spin, dieser Eigendrehimpuls ist eine ganz entscheidende Größe für die Physik im Kleinsten. Hier nochmal eine Folie über die verschiedenen Kräfte und die verschiedenen Kraftteilchen. Also hier steht das Graviton jetzt schon mit drin, das noch niemand gefunden hat, das nur vermutet ist. Da sehen Sie, dass das Gluon als Träger der starken Kraft dafür verantwortlich ist, dass die Atomkerne überhaupt zusammenhalten. Das Photon ist für alle elektromagnetischen Kräfte, für alles, was elektrisch-magnetisch um uns herum passiert, verantwortlich. Als Träger dieser elektromagnetischen Kraft, also für alle Chemie, allen Magnetismus und alles das. Die Bosonen für die radioaktiven Zerfälle, hier ist mal gezeichnet, wie da sich hier ein Teilchen verabschiedet aus dem Kern und dann das Nachbarelement draus wird. Und dieses Graviton soll halt für die Gravitationskraft verantwortlich sein, also dafür, dass ein Apfel vom Baum fällt, dass wir nur 2 Meter hoch springen können, wenn wir sehr gut sind und nicht höher, und auch das Galaxien zusammenhalten für die Planetenbewegung. Das ist alles eine Folge der Gravitation. Das sind die 4 Grundkräfte. Noch kurz ein Wort zu den Teilchengenerationen hier. Also das waren die Grundteilchen jetzt in einer anderen Reihenfolge dargestellt. Lepton, das Elektron und dieses Elektron-Neutrino, das ist das ominöse Teilchen, das überall durchgeht. Und dann gibt es 2 Sorten von Quarks, die stabil sind, das sogenannte Up-Quark und das Down-Quark. Und die werden jetzt miteinander kombiniert. Und alle Materie, alle bekannte Materie ist aus diesen Teilchen zusammengesetzt. Und das kann man schön darstellen, wie dann der Aufbau der Materie passiert, wenn Sie sich das angucken. Aus 3 Quarks ist zum Beispiel hier das Proton gezeichnet, zusammengesetzt aus 2 von diesen Up-Quarks und einem Down-Quark. Beim Neutron ist es umgekehrt, es sind 2 Down- und ein Up-Quark. Die bilden zusammen dann den Atomkern als Nukleon, das ist der Atomkern hier. Und wenn der Atomkern dann um Elektronen ergänzt wird, dann haben wir ganze Atome, die gehen miteinander chemische Bindung ein über die äußeren Elektronenverteilung, Elektronendichten zwischen den Atomen, bilden Moleküle und aus den Molekülen bildet sich dann zum Beispiel auch die organische Materie, die belebte Materie. Und wenn man noch berücksichtigt, dass hier für die Elektronen bestimmte Prinzipien gelten, da gilt zum Beispiel das Pauli-Prinzip, dass niemals 2 Fermionen exakt die gleichen Quantenzahlen haben dürfen. Und daraus ergeben sich bestimmte Besetzungszahlen, die Schalen, das haben Sie alle in der Schule mal gehört, das Schalenmodell der Atome. 2 in der innersten Schale und dann geht es weiter mit 6 und 8 und so. Da kriegen Sie das Periodensystem der Elemente raus für die 100 und so viele Elemente in einer Spalte. Die haben dann wie hier die Edelgase, alle ähnliche chemische Eigenschaften. Wenn wir uns die Größen mal angucken, da haben wir folgendes Bild. Ein Atom ist ungefähr 10 hoch minus 8 Zentimeter, das ist ein Angström groß. Der Atomkern ist im Faktor 10.000 kleiner. Protonen oder Neutronen sind nochmal im 10er Potenz kleiner und dann Quarks und Elektronen sind nochmal im Faktor 1.000 kleiner als Protonen und Neutronen. So sind die Größenverhältnisse dann bei den Teilen. Und das sind die Teilchen, die jetzt als elementar nach heutigem Stand betrachtet werden. Man hat noch nichts Elementareres gefunden. Gut, jetzt könnte man denken, die ganze Sache ist prima. Also die Teilchen der zweiten und dritten Generation, die sind gleich von den Eigenschaften, haben aber höhere Masse, sind instabil, waren wieder kurz nach dem Urknall in großer Anzahl da, bei hohen Energiedichten,
sind inzwischen zerfallen, längst zerfallen, können aber in Teilchenbeschleunigern eben erzeugt werden, haben dort aber eine sehr kurze Lebensdauer. Das wären jetzt die Teilchengenerationen. Und noch ein drittes kleines Bild wollte ich Ihnen mal zeigen, damit die Begriffe klar werden, weil die häufig verwechselt werden. Man unterscheidet zwischen Elementarteilchenklassen, einmal zwischen Bosonen und Fermionen. Da ist das Klassifikationskriterium dieser Eigendrehimpuls, ob der halbzahlig oder ganzzahlig ist. Die Bosonen haben ganzzahligen Spin, 1, 0, 2, ganz selten. Und die Fermionen haben alle einen halbzahligen Spin. Das hat große Folgen für die Statistik, denen die Teilchen gehorchen. Es gibt solche Phänomene wie Bose-Kondensation, das hat für den Fachmann, das muss ganz große Bedeutung. Das ist also die Unterscheidung zwischen Bosonen und Fermionen. Und dann haben wir noch den Begriff Hadron. Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich erkläre das noch ein bisschen genauer. Bei einer genaueren Definition sind die Hadronen so zu definieren, dass die aus Quarks bestehen, die Hadronen, und dass die über die starke Wechselwirkung miteinander interagieren. So, und jetzt überlappen sich die Definitionen ein bisschen. Es gibt also Hadronen, die diese Eigenschaften haben aus Quarks und einen halbzahligen Spin haben. Das sind die sogenannten Baryonen, zum Beispiel Protonen und Neutronen. Und dann gibt es Hadronen, die einen ganzzahligen Spin haben. Das sind diese Mesonen, wie das Pion, Kaon und solche Geschichten. Okay, das steht hier. Also das sind überlappende Definitionen, damit da Klarheit besteht. So, dann ist später dieses Standardmodell durch viele Experimente gestützt worden, bestätigt worden. Die Gluonen sind das erste Mal in Hamburg am DESI experimentell nach bestätigt worden bei Elektronen-Proton-Kollisionen. Da ist, also hier kommen Elektronen-Positronen. Hier kommen Elektronen-Positronen. Bei der Kollision entsteht ein Quark und ein Antiquark, also Antimaterie. Und das gibt dann ein Gluon ab und das kann man anhand dieser Jets dann diskutieren. Die Entdeckung ist in Hamburg gemacht worden. Dann hat man in den 80er Jahren am CERN diese Bosonen, die beiden, die für die radioaktiven Zerfälle maßgeblich sind, entdeckt. Die sorgen dafür, dass sich Quarks ineinander umwandeln können. Das ist eine Disziplin, die nennt man Quantenflavor-Dynamik. Die Wissenschaft von den Quarks selber heißt Quantenchromodynamik. So, 1995 hat man das schwerste dieser Quarks gefunden. Das ist so schwer wie ein ganzes Goldatom und hat deswegen die extreme Energie. Ist dann 1995 im Fermilab in Chicago gefunden worden. Dann hat man 2002 am CERN sogar das erste Atom, das nur aus Antimaterie besteht, also ein Anti-Wasserstoff, hergestellt, also aus einem Antiproton und einem Positron. Das sind also gerade die Ladung vertauscht. Die zerstrahlen aber nach einer Hundertstel von einer Mikrosekunde wieder, also schwer nachzuweisen, und zerstrahlen eben bei Begegnung mit normaler Materie. Jetzt könnte man eigentlich denken, wir sind fertig. Es ist alles erklärt. Schon bevor der Reaktor überhaupt, der LHC überhaupt in Betrieb gegangen sind. Jetzt will ich Ihnen mal kurz sagen, welche Sachen unerklärt bleiben bei dem Standardmodell. Also Unzulänglichkeiten. Die Teilchen, die da drin sind im Standardmodell, die werden durch bestimmte Quantenzahlen wie Ladung, Spin, dann gibt es noch einen Color Change, eine Farbladung bei den Quarks charakterisiert, die nur wenige diskrete Werte haben. Und diese diskreten Werte ergeben sich genau daraus, dass die entsprechenden Gleichungen wie Schrödinger-Gleichung, Dirac-Gleichung nur für diese Werte überhaupt Lösungen haben. Das sind also Eigenwerte dieser Gleichung. Was es überhaupt nicht sagt, wie die Massen zustande kommen. Die Massen waren ja ziemlich wild in Zahlen. Also die Massenzahlen waren völlig unsystematisch und wild. Das Standardmodell kann zunächst mal nicht erklären, warum die Teilchen überhaupt Masse haben. Und andere Teilchen wie das Photon, die haben keine Ruhemasse. Warum haben die eine Masse? Dann war die Frage, ob Neutrinos eine Masse haben, sind auch vom Standardmodell nicht zu erklären. Dann erklärt das Standardmodell nicht, warum wir in unserem beobachtbaren Universum eigentlich nur Materie sehen und praktisch keine Antimaterie. Wenn die mal kurz entsteht, zerstrahlt sie sofort. Warum ist alles nur Materie und keine Antimaterie? Wodurch kurz nach dem Urknall man gute Gründe hatte anzunehmen, dass Materie und Antimaterie zu genau gleichen Teilen gebildet worden sind. Und wenn das so wäre, dann müsste das sofort zerstrahlt sein, dann hätten wir überhaupt nichts, dann gäbe es unsere Weltall gar nicht, da würden wir nur ein See von Energie, von Photonen letztendlich haben. So ist es aber nicht. Das heißt, wir haben Materie und keine Antimaterie. Ich kann das Modell auch nicht erklären. Das kann auch nicht die Größen, kann auch die Gravitation nicht erklären, das passt da nicht rein, das jetzige Modell, und kann auch nicht erklären, warum die vier Wechselwirkungen so extrem unterschiedliche Stärken haben. Und dann gibt es einen letzten Punkt,
dass man verschiedene Beobachtungen aus der Kosmologie nicht erklären kann, die eigentlich erfordern, dass die Materie, die wir so sehen, nicht alles sein kann, sondern dass es noch dunkle Materie geben muss und dass es darüber hinaus noch rätselhafter noch eine dunkle Energie geben muss. Das ist in diesem Standardmodell überhaupt nicht drin. So, von den Fragestellungen ausgehend komme ich jetzt zu den Zielen, die man mit dem LHC verfolgt hat. Das ist erstmal das, was Sie alle kennen, in der Zeitung gelesen haben, in Verbindung mit der Entstehung des Higgs-Teilchens. Physikalisch steht dahinter, dass man eine Erklärung kriegt dadurch, dass warum die Teilchen überhaupt eine Masse haben und warum die unterschiedlich groß ist. Also es erklärt das Standardmodell überhaupt nicht. Und ein Punkt kommt dem Ganzen auch noch an, dass die Physiker versuchen, mit dem Standardmodell auch die Kosmologie zu erklären, dass man also sagt, die vier Wechselwirkungen, die wir heute haben, die waren früher nach dem Urknall alle mal eins. Das ist jetzt die Zeit und die Energie der Teilchen bzw. der Objekte, die da sind, in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Und das ist eine extrem logarithmische Darstellung. Sie sehen hier, das ist 10 hoch minus 36 Sekunden, hier 10 hoch minus 12 Sekunden, hier ist eine Sekunde und hier sind wir dann bei heute bei 13,8 Milliarden Jahren. Also eine extrem logarithmische Darstellung. Und die soll aber zeigen, dass am Anfang eine ganz einheitliche Kraft da gewesen sein muss, unmittelbar nach dem Urknall. Und von der hat sich dann beim Abkühlen des Universums die Gravitationskraft abgespalten, später die starke Kraft, die Kerne, Atomkerne zusammenhält. Und noch später, viel später, aber viel später heißt ja nach 10 hoch minus 12 Sekunden, also nach einer Millionstel Sekunde nach dem Urknall, haben sich elektromagnetische Kraft und schwache Kraft getrennt. So, und wenn man jetzt diese Trennung, das ist das, was ich gerade gesagt habe, wenn man diese Trennung sieht, dann fordert das Standardmodell, dass eigentlich die Teilchen, die diese Trennung machen hier für die schwache Wechselwirkung, die Bosonen, dass die keine Masse haben. Die haben aber eine Masse. Man hat die Masse gemessen, die ist sogar relativ groß. Das passt also hinten und vorne nicht. Und hier an dem Verzweigungspunkt ist man gerade bei den Energien, in denen die Experimente des LHC aufgrund der hohen Beschleunigung eben ablaufen können. Also das kann man hier untersuchen. Wenn man weitergehen wollte, da ist natürlich experimentell überhaupt noch nichts drin, kommt man zu den sogenannten GUTs, also diesen Grand Unified Theories, wo die starke Wechselwirkung noch mit drin ist. Oder wenn Sie noch weitergehen, das sind dann die ganz großen Experten, die meinen, sie haben eine Theorie von allen, also Theory of Everything gefunden, wo auch die Gravitation mit drin ist. Das ist aber alles hochgradig spekulativ. Aber hier für diesen Punkt hatte also diese Geschichte mit dem Higgs-Teilchen auch Bedeutung. So, also wie gesagt, die W- und Z-Bosonen, die haben Massen und das widerspricht dem Standardmodell. Und da hat auch 1964, das ist viel passiert in der Kernphysik, da haben drei Herren, Higgs, Englert und Braut, eine Hypothese aufgestellt, die das erklären kann. Die haben gesagt, es gibt ein Higgs-Feld, das den ganzen Raum durchsetzt, so wie das elektromagnetische Feld mit den Photonen. Und unmittelbar in den ersten Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall waren alle Teilchen ohne Masse, alle Teilchen masselos. Als sich dann das Universum in Bruchteilen von Sekunden ganz extrem um Faktor tausende Millionen ausgedehnt hat, hat sich es abgekühlt. Und da gab es dann unterhalb einer gewissen Schwelle eine Symmetriebrechung dieses Kraftfeldes, dieses Higgsfeldes. Und das hat dazu geführt, dass die Teilchen ihre Masse erhalten, die Wechselwirkung mit diesem Higgsfeld. Und zwar ist es so, dass die Masse eines Teilchens umso höher ist, je stärker das mit dem Higgsfeld wechselwirkt. Und diese Wechselwirkung, das war die Theorie damals unbewiesen, die wird durch das sogenannte Higgs-Boson, also auch ein Teilchen mit Spin 1 oder 0, mit einem gradzahligen Spin, jedenfalls bei Bosonen vermittelt. Das hat aber niemand gefunden. Ist eine Hypothese geblieben über 50 Jahre lang. Deswegen hat auch von den dreien zunächst mal niemand einen Nobelpreis gekriegt, weil das eine reine Theorie war. So, und man hat jetzt die Hoffnung, dass mit dem LHC man erstmals in den Energiebereich kommt, bei dem man so ein Higgs-Boson eventuell nachweisen kann. Und genau das ist dann auch passiert. So, warum ist das so schwierig? Also man hat das Higgs-Teilchen gesucht, und es gestaltete sich extrem schwierig. A, weil die Teilchen vermutlich große Masse haben. Das heißt, man braucht hohe Kollisionsenergien der Partikel, um überhaupt eine Chance zu haben, dass sich so ein Teilchen bildet. Zweitens,
werden die auch nach der Theorie von Higgs und den Leuten extrem selten produziert. Also auf 10 Milliarden Kollisionen schätzte man damals schon, kommt einmal eine Produktion von einem Higgs-Teilchen. Sie müssen halt 10 Milliarden Zerfälle durchsuchen, bevor Sie einmal auf so ein Higgs-Teilchen treffen. Und dann können Sie es nicht selber finden, das Higgs-Teilchen. Das zerfällt nämlich nach 10 hoch minus 22 Sekunden schon wieder. Das ist also wieder ein Millionstel von einer Millionstel von einer Millionstel Sekunde. Ist das Higgs-Teilchen wieder weg. Das heißt, man kann es nicht selber nachweisen, sondern nur über seine Zerfallsprodukte. Daher kommt auch der Name Gottesteilchen. Das ist eigentlich eine Verwechslung. Da hat irgendjemand, Ledermann, mal ein Buch geschrieben. Und der hat da, weil das so schlecht zu finden war, hat er was von einem Goddamn Particle, also gottverdammten Teilchen, geschrieben. Und da hat der Verleger gesagt, mit dem Namen verkauft sich das Buch schlecht. Und hat aus dem Goddamn ein Gott-Particle genannt. Und das wurde dann im Deutschen zu Gottesteilchen. Daher kommt dieser irrsinnige Begriff. So, jetzt gibt's mehrere, nach der Theorie, mehrere Methoden, wie das Higgs-Teilchen produziert werden könnte. Das ist einmal so, wenn zwei Protonen, das sind Protonen, wenn die kollidieren, geht's über Gluonen als Zwischenprodukte und dann so ein Loop von vier verschiedenen Quarks, da sollte so ein Higgs-Teilchen entstehen können und das am Ende bilden sich da zwei energiereiche Gamma-Quanten. Und dieses Teilchen kann man jetzt nachweisen, wenn man zwei Gamma-Quanten findet, die gleiche Energie haben, und dann einen gehäuften Prozess ergeben, kann man rückwärts auf das Higgs-Teilchen schließen. Oder das Higgs-Teilchen kann ein zweiter möglicher Kanal für die Bildung in zwei Z-Bosonen, also diese Teilchen der schwachen Wechselwirkung, zerfallen. Die leben auch nicht lange und die zerfallen dann jeweils in zwei Leptonen, also vier Leptonen, die alle gleiche Energie haben müssen. Und die Leptonen sind in dem Fall Myonen, also die schwereren Verwandten des Elektrons. Nach solchen Kombinationen muss man suchen. Und das hat man dann auch gemacht. Und im Juli 2012 kam dann die erlösende Nachricht, wir haben das Higgs gefunden. Und zwar war das Higgs dieser Buckel hier in der Strahlungsverteilung. Die haben also den Kanal durchsucht, wo das Higgs in vier solche Leptonen über die ZZ-Bosonen in vier solche Myonen zerfällt und haben die Energie der Myonen aufaddiert und haben hier alle möglichen Werte gefunden. Das sind andere Zerfälle, wo andere Teilchen dann auch in solche Myonen zerfallen. Und an einer Stelle hat sich aber hier ein Peak rausgehoben, der vorher noch nicht da war. Und den konnte man dann dem Zerfall eines solchen Higgs-Teilchens zuordnen. Und dieselbe Energie ist rausgekommen bei anderen Zerfallskanälen und auch mit zwei verschiedenen Detektoren am CERN, sodass man sich zu dem Zeitpunkt dann einigermaßen sicher war, wir haben das gottverdammte Teilchen oder wie man es genannt hat. Gut, alle Parameter haben dazu gepasst und als dann der LHC weitergelaufen ist beim zweiten langen Run, das sind die Daten eben dann mit im Einklang mit den Voraussagen des Standardmodells gewesen. Hier ist nochmal ein Bildchen, wie man das innerhalb der Detektoren findet. Ist nicht so interessant. Sodass mit dem Schema, das wir vorhin schon mal hatten, hier ein Teilchen dazufügen will, das ist das Higgs-Boson. Jetzt weiß man, warum die anderen Teilchen Masse haben. Das war ein Punkt. Jetzt noch kurz zu anderen Experimenten. Man hat sich interessiert für die innere Struktur der Nukleonen, Protonen, Neutronen. Wie bilden sich die Eigenschaften aus den Quarks und aus den Gluonen, die die Quarks zusammenhalten? Wie kann man erklären, dass die Summe der Massen der Quarks nur 2% der Protonenmasse ist? Wo ist die andere Masse her? Also die steckt wahrscheinlich in der kinetischen Energie dieser Quarks und in der Bindungsenergie der Gluonen. Und diese Gluonen sind eigentlich bei unseren Bedingungen im sogenannten Confinement, die sind also beschränkt innerhalb des Protons oder Neutrons, innerhalb der Teilchen, der Kernteilchen eben eingeschlossen. Wie entsteht das Confinement? Früher war das mal anders. In den ersten Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall hat es ein sogenanntes Quark-Gluon-Plasma gegeben. Und das ist dann, als sich das abgekühlt hat, eben in diesen gebundenen Zustand des Confinements übergegangen. Das war ungefähr eine Mikrosekunde nach dem Urknall. Also Sie sehen, hier kommen wir von extrem kurzen Zeiten dann zu sehr langen Zeiten in der Kosmologie. So, und das macht man mit Bleiionen. Dazu sind die Experimente mit Schwerionenstrahlen da. Jetzt hat man tatsächlich im Mai 2012 am CERN im LHC das erste Mal solche Energien gehabt, dass so ein Quark-Plasma erzeugt werden konnte, wo die nicht mehr gebunden waren, wo die ungebunden da rumgeschwirrt sind, wie die Elektronen im normalen Plasma. Das zweite Experiment. Jetzt noch kurz das Experiment, das ich vorhin schon mal angesprochen hatte.
mit diesen Neutrinos, die man erzeugt hat. Also auf ein Graphit-Target Protonen geschossen, da entstehen Myonen, die bleiben hängen und dann Neutrinos und die gehen dann durch die ganze Erde durch. Die hat man geschossen in Richtung zu einem Detektor, der in Italien unter dem sogenannten Gran Sasso sitzt, das ist der höchste Berg im italienischen Apennin. Da ist in großer Tiefe der sogenannte Opera-Detektor und mit dem hat man die ankommenden Neutrinos bewacht. Die gehen ja alle praktisch hier durch. Da bleibt nichts hängen, auch im flüssigen Teil der Erde. Und gesucht hat man noch sowas, dass sowas passiert, wie es in der kosmischen Strahlung schon vermutet worden ist, dass sich sogenannte Mu-Neutrinos auf dem Weg zum Detektor in solche Tau-Neutrinos umwandeln. Und da sagt die Theorie, dass wenn diese Umwandlung auftreten, dann ist die Häufigkeit oder Frequenz dieser Umwandlung gebildet aus diesem Ausdruck, aus den beiden Neutrinomassen. Das heißt, wenn beide Massen Null sind, ist die Differenz auch Null, dann dürfte es solche Umwandlungen nicht geben. Wenn ich Umwandlungen finde, umgekehrt, müssen die Neutrinos Massen haben. Und jetzt hat man wirklich, auch 2010 schon, also 2 Jahre nach der Inbetriebnahme, solche Umwandlungen von Myonen in Tau und Neutrinos gefunden, weiß jetzt, dass die Neutrinos eine Masse haben. Hat Obergrenzen festgestellt, kennt aber noch nicht die genauen Werte, da läuft zur Zeit am KIT in Karlsruhe ein großes Experiment, Katrin, mit dem man versucht, die Neutrinomasse dann etwas genauer zu bestimmen. Dann gibt's Experimente zur Supersymmetrie, wo man in Richtung schwarze, dunkle Materie und dunkle Energie geht. Das sind die sogenannten SUSY für Supersymmetrie-Theorien. Und dann nimmt man an, dass zu jedem Materieteilchen, das wir hatten, also zu jedem dieser Fermionen mit halbzahligem Spin, ein Kraftteilchen als Partner existiert, dessen Spin ganzzahlig ist, also ein Boson, ansonsten aber völlig identisch ist, eventuell eine andere Masse hat. Solche Superpartner, das soll eine Analogie sein zur Materie-Antimaterie-Symmetrie, dass also zu jedem Materieteilchen Antimaterieteilchen mit der entgegengesetzten Ladung da ist. Das soll es also auch hier geben. Bei perfekter Symmetrie müssten die Massen gleich sein, aber durch Symmetriebrechung vermutet man, dass die Masse dieser Superpartner eben höher ist und dass dann so eine wie eine Spiegelebene entsteht, wo man hier oben die Teilchen hat und hier unten die supersymmetrischen Partner mit einer größeren Masse. Jetzt hofft man mit dem LHC die leichtesten dieser sehr viel schwereren Teilchen eben zu finden. Und die Frage ist jetzt, sind die leichtesten dieser SUSY-Teilchen die Bestandteile der dunklen Materie, die man überhaupt noch nicht kennt? Gut, und hat die Hoffnung, dass der LHC mit seinen Energien das auch schafft. Man hat jetzt bestimmte Mesonenzerfälle untersucht an dem Detektor und hat gefunden, dass die Ergebnisse völlig konform zum Standardmodell sind, den meisten Supersymmetrie-Theorien widersprechen, dass also überhaupt keine bis jetzt, das ist ein Negativergebnis, überhaupt keine Beweise für die Existenz von solchen supersymmetrischen Teilchen, die eventuell die dunkle Materie ausmachen können, gefunden worden sind. Vielleicht noch habe ich noch ein paar Minuten? Einer, zwei letzte Punkte zumindest zu den Fragen Detektoren, die müssen wir dann weglassen. Gibt es noch einen Punkt, den ich schon angesprochen habe, warum haben wir überhaupt nur Materie hier? Eigentlich sollte nach dem Urknall aus dem Energiekontinuum gleiche Mengen Materie und Antimaterie entstanden sein. Die müssten sich dann aufgelöst haben, wenn die auf die entsprechenden Antiteilchen getroffen sind, müsste sich alles komplett in Strahlung umgewandelt haben. Dann hätten wir kein Universum, wie wir es heute haben. Das ist aber nicht so. Und da hat schon 1964 der russische Physiker Sacharow, das ist übrigens derselbe, der Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe war und dann als Dissident in Widerspruch zum Regime gekommen ist, trotzdem aber den Friedensnobelpreis gekriegt hat, aber dann in der Verbannung gelebt hat. Der hat damals das erste Modell gefunden und hat bei einer Symmetriebrechung ein Modell gehabt, dass dort eben doch ein bisschen mehr Materie als Antimaterie entstanden ist. Ein bisschen mehr heißt hier, der Unterschied hat etwa 10 hoch minus 9 betragen. Das wäre, um das mal zu veranschaulichen, gerade so, als hätten wir hier auf der Erde genauso viele Männer und Frauen zum Beispiel, exakt genauso viele, und würden jetzt mal annehmen, dass die Männer alle eine Frau finden und sich dann irgendwie so miteinander wechselwirken, dass sie sich alle auflösen. Dann sind wir im Milliardenbereich. Und dann ist das, was dann noch übrig bleibt, wenn ein Mann mehr als Frau war oder umgekehrt, der dann noch übrig bleibt, das ist das, was wir heute als Materie sehen.
mit allen Galaxien, mit allem. Das ist also dieser, und jetzt hat man wirklich diese Unsymmetrien gefunden beim Zerfall solcher Quarks und wissen jetzt, dass das heutige Universum ausschließlich aus Materie besteht und der winzige Überschuss eben alles ausmacht, was Galaxien sind. Das hat man an einem bestimmten Detektor am Zerfall eines Mesons dann am LHC gefunden. Die Verletzung dieser Symmetrie, die hat also diese Sacharow-Theorie bestätigt. Das ist jetzt bekannt. Und jetzt das Letzte, dann höre ich aber wirklich auf. Die Kosmologie. Wie komme ich jetzt auf dunkle Materie und dunkle Energie? Das Erste ist die Bewegung der Sterne und der Galaxien. Die Kosmologen, die können ja das sehr genau beobachten. Die passt nicht zur Masseverteilung, zur Materieverteilung, die man auch sehr genau bestimmen kann. Insbesondere sind die Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien ganz andere, sind viel größer. Und daraus wird klar, dass es eigentlich noch eine andere Materie geben muss als unsere beobachtbare Materie. Die hat aber keine elektromagnetische Wechselwirkung, sendet also keine Photonen aus. Deswegen können wir die nicht sehen. Und diese Materie können wir aber nur an der Gravitation erkennen. Und daraus hat man gefolgert, dass etwa 6-mal mehr dunkle Materie, Dark Matter, als beobachtbare Materie da sein muss. Also diese Reaktionsträge kann nur an der Gravitation erkannt werden und sollte entstanden sein in der ersten Nanosekunde nach dem Urknall. Also wieder in sehr kurzen Zeiträumen. Und man vermutet, dass das sogenannte WIMPs sind, die Partikel, die diese dunkle Materie ausmachen, also Weakly Interacting Massive Particles oder eben dann Super-WIMPs, gibt es noch Theorien, das wäre zu speziell. Und die zweite Frage, die da ist, warum dehnt sich das Weltall nicht konstant aus? Früher hat man angenommen, es müsste ja mal dann langsamer werden, weil die Gravitation dann wieder alles zusammenziehen muss und vielleicht sogar alles in Urzustand zurück, in den kleinen Zustand beim Urknall zurückgeht. Das ist aber nicht. Aus Rotverschiebung weiß man, dass das Weltall sich im Gegenteil immer schneller ausdehnt. Es wird immer schneller, es beschleunigt sich. Und das kann nur dadurch erklärt werden, dass man eine dunkle Energie hat, die dann auch wie Gravitation wirkt, aber nicht anziehend, sondern abstoßend und praktisch das Universum auseinandertreibt. Also beschleunigte Ausdehnung des Weltalls und hier ist überhaupt noch nicht klar, was die Teilchen oder was die Natur dieser dunklen Energie sind. Sie sehen aus diesem dritten Diagramm aber, das Orange ist hier, das ist der Teil des Universums, den wir beobachten können. Also alle Galaxien, alles, was wir zusammen haben, das sind diese 4% etwa. Der Rest ist 23% dunkle Materie und 73% ist diese dunkle Energie. Gut, also die Frage, die immer noch besteht, und da hat der LHC noch nichts gefunden am CERN, woraus bestehen die 95% des Universums, die wir nicht sehen können oder nur indirekt an diesen gravitativen Effekten? So, jetzt kämen noch die Experimente mit den Detektoren, aber ich habe dem Professor Klein versprochen, dass ich aufhöre, wenn die Zeit rum ist. Die ist schon jetzt über eine Viertelstunde rum. Vielen Dank, ein spannendes Thema. Danke. Also nochmal die Frage, wie lange dauert es eigentlich, bis ein Proton auf Endgeschwindigkeit im CERN beschleunigt wurde, weißt du das? Also wenn es aus dem letzten Vorbeschleuniger rauskommt, in den Hauptkreis reinkommt, 20 Minuten etwa. Und vom ersten zum letzten, weißt du das? Das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber im Beschleunigerring nochmal 20 Minuten, dann hat es die Geschwindigkeit. Und dann kreisen die für etwa 10 Stunden, werden Experimente gemacht, Millionen Kollisionen beobachtet. Und dann sind die Verluste durch den Strahl so groß, dass die Luminosität eben abnimmt und dann bricht man. Okay. Also dann noch eine Frage vielleicht, warum nur 10 Stunden? Was ist der Grund? Nee, weil dann doch, durch die Kollisionen sind zwar weniger, aber da gehen doch trotzdem Protonen verloren. Ach so, okay. Dann sind nicht mehr genug drin. Alles klar. Und auch wenn wir 10 hoch minus 13 Vakuum haben, heißt nicht null. Mhm. Es gibt nicht das perfekte Vakuum. Irgendwo gibt es doch noch ein paar Atome, die sich dann Protonen greifen und die aus der Bahn werfen. Und dann muss irgendwie sind die Verluste dann so groß nach 10 Stunden, dass man dann abbricht und irgendwann später einen neuen geladen Run, sogenannten Run startet. Okay, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Schönen guten Abend. Ich habe gestern zufällig bei N24 gesehen, dass es eine Gruppe von Wissenschaftlern in den USA gibt, die sich das Schwarze Loch nochmal angeschaut haben.
und der Energieerhaltungssatz da ja nicht mehr so richtig funktioniert und die jetzt sagen, dass das Schwarze Loch eigentlich ein gigantischer Festplattenspeicher ist, wo praktisch alle Informationen in diesem Ding gespeichert sind, und die sprechen jetzt von einem holographischen Schwarzen Loch und sagen jetzt, es gibt ein holographisches Universum, und das würde bedeuten, dass wir eigentlich in einer zweidimensionalen Welt leben, nicht in einer dreidimensionalen, und das Schwarze Loch nur dreidimensional wäre. Also das ist jetzt eine der Fragen, wollte ich am Anfang schon sagen, wo ich schlicht und einfach antworten muss, das weiß ich nicht. Es gibt ja auch Theorien, die Stringtheorien, die dann 10 oder 11 Raumdimensionen postulieren, was sich eigentlich unserer Vorstellung entzieht. Ich bin aber kein Experte bei schwarzen Löchern. Ich weiß nur, dass man anfangs große Bedenken hatte, dass kleine schwarze Löcher beim Betrieb dieses Beschleunigers gebildet werden, dass die dann irgendwo alle Materie verschlingen, so wie das die großen machen, und dass dann kurze Zeit nach dem Start des Beschleunigers die ganze Erde in einem riesigen schwarzen Loch verschwinden würde. Ist sogar ein Gerichtsprozess geführt worden in Deutschland, um den Start des LHC zu verhindern. Zum Glück hat man dem Einspruch nicht stattgegeben. Das ist natürlich Unsinn. Ein schwarzes Loch, das wären dann schwarze Löcher von einer winzigen Masse. Das kann nur entsprechend seiner gravitativen Wirkung andere Masse anziehen. Außerdem würden solche schwarze Löcher sofort aufgrund von Hawking-Strahlung zerfallen, ganz schnell wieder zerfallen. Und dritte Argument dagegen ist, dass solche schwarze Löcher wahrscheinlich mit der kosmischen Strahlung sowieso ständig auf uns niedergehen, reinprallen. Und da hat sich die Erde bis jetzt auch noch nicht aufgelöst. Aber zu der Frage, die Sie jetzt speziell gestellt haben, kann ich schlicht und einfach nichts sagen. Dazu stecke ich viel zu wenig in den schwarzen Löchern. Ich habe auch die Theorie, da käme ich auch nicht wieder raus, das wäre schlecht. Dann könnten wir nicht fragen, wenn es schwarze Löcher ist. Also eine der Fragen, wo ich schlicht und einfach sagen muss, weiß ich nicht. Ja, hier noch eine Frage. Ja, zu den ganzen Superlativen. Gibt es auch ein Superlativ in Sachen Preis, was der CERN gekostet hat? Ja, das ist eine interessante Frage, weil viele Leute sagen, aber warum macht man solchen Quatsch? Alles bloß Geldverschwendung. Also das hat etwa mit Personalkosten, mit Aufbaukosten zusammen in der Gegend von 5 bis 6 Milliarden Schweizer Franken gekostet. Das klingt viel, das relativiert sich aber ganz schnell. Ich habe mal 2 Vergleichszahlen rausgezogen. Also das ist, glaube ich, so viel, diese 5, 6 Milliarden Euro, ich glaube, wie eine Woche Irakkrieg damals, den die Amerikaner geführt haben, gegen Saddam Hussein gekostet hat. Oder um mal ein anderes Beispiel zu bringen, dass das nicht im militärischen Bereich bleibt. Genau die Summe kostet in 2 Wochen das deutsche Sozialsystem. 2 Wochen deutsches Sozialsystem kostet so viel wie der gesamte LHC mit Personal, mit Equipment, mit allem. Und da relativiert sich das doch ganz stark. Auf der anderen Seite kann man Erkenntnisse erhoffen, von denen man nicht weiß, wie sie aussehen. Aber es gibt zum Beispiel, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, ich habe es sogar mit meinen Studenten letztens besprochen, es gibt inzwischen eine etablierte medizinische Untersuchungsmethode, die sogar mit Antimaterie arbeitet. Das sind die sogenannten Positronen-Emissionstomographen, wo Positronen benutzt werden, um dann irgendwo ein dreidimensionales Image vom Gehirn zu erstellen. Hat auch vor 20 Jahren kein Mensch gedacht, dass man mit Antimaterie irgendwas zustande bringen kann. Oder vor 60, 70 Jahren hätte keiner gedacht, dass mit diesen komischen Eigenschaften Kernspinnen, sowas Abstruses, dass man da was machen kann. Heute hätten wir kein MRT-Gerät in irgendeiner Klinik stehen, wenn man nicht diese Sachen entdeckt und sich damit beschäftigt hätte. Also mit anderen Worten, da kann was kommen, was wir heute einfach nicht wissen. Und ich schon gar nicht. Vielleicht als Ergänzung, das Geld ist ja auch nicht weg, ne? Denn Burkhardt hat ja da zum Beispiel teilweise. Ja, Martin, wir haben davon gekriegt, genau. Wir haben 2000 Ventile und Elektronik geliefert. Gibt es einen angedachten Nachfolger von dem LHC? Ja. Also man will ja höhere Energien, da bräuchten wir noch, doch, gibt es schon. Es gibt Pläne. Also der LHC soll erstmal laufen bis 2030 etwa. Das ist die Planung. Da gibt es nochmal in Mitte der 20er Jahre so einen nächsten Long Shutdown. Im Moment ist gerade einer. 2021 soll da wieder in Betrieb gehen. Dann gibt es nochmal einen größeren, wo in der Energie nochmal aufgestockt wird durch bessere Magneten und alles mögliche Zeug. Und dann gibt es Pläne, aber da sind sicherlich die Mittel noch nicht genehmigt, einen neuen Beschleuniger, Ringbeschleuniger zu bauen, wieder in derselben Gegend, aber mehr nach Frankreich reindrückend, der 100 Kilometer Ringumfang
hat. Da nennt sich FCC, also Future Circular Collider, glaube ich, FCC. Den Namen hat man schon gefunden. Und dann aufgrund des größeren Durchmessers kann man natürlich dann von der Magnetfeldstärke her die auf der Bahn leichter auf der Bahn halten. Da hofft man dann noch ein Stück höher in der Energie über diese 14 Tera-Elektronenvolt rauszukommen. Also das ist der eine Plan. Auf der anderen Seite habe ich mal gelesen, dass die Chinesen, die haben ja das meiste Geld, um sowas zu machen, dass die auch Pläne haben, dann nördlich von Peking irgend sowas zu bauen, das in die Richtung geht. Und da weiß ich noch nichts Genaues. Das wären aber die Leute, die sich finanziell mit Sicherheit leisten können. Ja, schönen guten Abend. Wir haben das vielleicht vorhin schon irgendwo mal auf dem Bild gesehen, aber vielleicht können Sie es gerade noch mal wiederholen. Mich würde noch mal interessieren, wie nah sind wir jetzt eigentlich am Urknall dran mit einem solchen Experiment? Ja, da müssten wir noch mal zurückgehen. Kleinen Moment. Ich versuche die Folie noch mal zu finden. Muss hier mal rausgehen mit den Energien. Deswegen habe ich dir eine Folie gebracht. Mit den Energien sind wir hier. Das war die Folie. Und Sie sehen hier, wir sind von der Energie her, das ist die Energie in Gigaelektronenvolt. Also wir haben hier ungefähr die Grenze, hier sind die 14 Teraelektronenvolt. Das sind halt 14.000 Gigaelektronenvolt, also etwa 10 hoch 4, etwas über 10 hoch 4. Das sind wir hier, an der Stelle. Und in der Zeitskala, da gibt es eine Parallele zwischen der Energieskala und der Zeitskala in der Kosmologie, da sind wir etwa dann bei einer Zeit von 10 hoch minus 13 Sekunden nach dem Urknall. Also wir sind längst im Bruchteile von Sekundenbereich. Wir reden nicht mehr über Minuten oder auf ganze Sekunden nach dem Urknall, sondern 10 hoch minus 13, das ist ein Millionstel von einer Millionstel Sekunde. Also ein Zehntel von einer Millionstel von einer Millisekunde. Da ist man etwa mit den Experimenten. Da habe ich jetzt noch eine Frage. Sie hatten ja uns vorhin die Historie von unserem Teilchenverständnis gezeigt und hatten dann ja auch gemeint, da wo Sie mal Elementarteilchen, das Elementar ja auch in Anführungszeichen gesetzt hatten und hatten gesagt, da hat die Wissenschaft erkannt, wir müssen quasi ein Level tiefer gehen und sind jetzt ja aktuell angekommen bei eben diesen Quarks, Elektronen und Neutrino als Ergänzungsteilchen für die Erhaltungssätze. Aktuell ergänzen wir quasi diese Liste mit diesen Elementarteilchen. Ist da der aktuelle Wissensstand, dass wir vermutlich diese Liste einfach nur noch weiter ergänzen müssen? Oder gibt es da auch schon Vermutungen, dass es quasi nochmal ein tieferes Level gibt? Also sicher ist man sich nie, dass wir jetzt auf der tiefsten Ebene sind. Es kann natürlich sein, dass die Quarks noch aus anderen Teilchen bestehen, die man dann erst bei noch viel höheren Energien wieder auseinanderbringen könnte, dass man die Teilchen findet. Aber ich kenne keine Ansätze, dass man, es gibt da Stringtheorien, dass man sagt, das sind, alle Teilchen sind irgendwie wie Eigenschwingungen, Eigenmoden von schwingenden Seiten, aber die operieren dann mit 10 oder 11 Raumdimensionen und so. Das entzieht sich zumindest in meinem Verständnis, da will ich auch nicht hier spekulieren. Das wäre fehl am Platze, da sind wir hier nicht in der richtigen Runde, da müsste man wirklich mal ein professionellen Elementarteilchenphysiker dazu befragen. Aber soweit ich da Leute gehört habe, ist da überhaupt nichts gesichert. Wenn das ist, ist alles spekulativ. Und es hat zumindest aus den Experimenten, die am LHC, am CERN, jetzt in den 10, 11 Jahren, da jetzt in Betrieb gelaufen sind, überhaupt kein Anzeichen gegeben, dass man sowas finden könnte. Zumindest bis zu den Energien Teraelektronenvolt nicht. Es gibt Spekulationen, da gibt es natürlich Herrscher von Teilchenphysikern, die sich alles Mögliche ausdenken mit komplexen Mathematiken dahinter, die man als Normalsterblicher, auch als Normalphysiker überhaupt nicht mehr versteht. Aber es ist alles Spekulation geblieben da. Möchte ich mich auch nicht dazu äußern, kann ich auch nicht. Gibt aber nichts, was ich irgendwie durchgesetzt hätte oder man sagt, das sind die vielversprechendsten Kandidaten, sind eher solche Teilchen mit diesen supersymmetrischen Partnern, die dann für die dunkle Materie und die dunkle Energie vielleicht in Frage kämen. Aber man hat auch noch keins gefunden. Das war negativ bis jetzt, die Suche. Ich habe noch mal eine Verständnisfrage zu genau diesem Bild.
Die Energie, die Sie hier aufgezeichnet haben, ist es die Energie, die seit dem, mit dem Urknall letzten Endes insgesamt existiert hat und dann sich abgekühlt hat auf die, diese Dinge? Oder was ist diese Energieskala da? Was ist das die genau? Die hat sich verteilt über einen immer größeren Raum. Das ist die ursprüngliche Energie, das waren 10 auf 19 Giga-Elektronenvolt. Ja. Ja, woher kriegt man diesen Wert? Ist wahrscheinlich, das kommt aus irgendwelchen kosmologischen Theorien raus, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, woher. Aber das ist im Wesentlichen die Energiedichte. Die war am Anfang so hoch, dass es überhaupt keine Teilchen gab. Mhm. Das also unmittelbar nach dem Urknall nimmt man an, dass sich aus solchen Energiekonzentrationen eben die Teilchen erst gebildet haben. Dieser Prozess läuft nicht nur in die eine Richtung, dass sich aus zwei entgegengesetzten Teilchen, Antimaterie, Materie, dann zwei Photonen bilden, müssen zwei sein wegen der Impulserhaltung, sondern auch umgekehrt können sich aus einer Energiekonzentration plötzlich zwei Teilchen bilden. Also die Prozesse, die sind in großer Zahl gelaufen, die kann man auch hier am CERN simulieren. Und dann hat sich ja das Universum extrem innerhalb der ersten Bruchteile von Sekunden expandiert, ist die Energiedichte runtergegangen, gleichzeitig hat sich's abgekühlt und ist dann nach 380.000 Jahren ist überhaupt das Universum erst transparent geworden, weil sich dann nämlich Elektronen und Protonen, Neutronen zu Atomen zusammengefunden haben und da die Photonen, die überall rumgeschwirrt sind, nicht mehr weggestreut worden sind. Erst dann ist es, nach 380.000 Jahren ist das Universum transparent geworden. Und die Energie für die Bildung der schwachen Kräfte und der elektromagnetischen Kraft, die ist auch abgeleitet letzten Endes aus dieser, wie Sie sagen, das gerade angeschrieben haben, aus dieser ursprünglichen Energie von dem Kosmos. Das ist die Energie, die dann pro Teilcheneinheit verfügbar war. Und die geht so weit runter, weil halt das Universum so auseinanderläuft. Man könnte auch hier noch eine Raumskala, eine Ausdehnungsskala dazu nehmen. Also hier ganz vorn würden Sie auf Skalen kommen, wo das ganze Universum einschließlich aller Galaxien die Größe eines Kirschkerns hatte. Und noch weiter zurück eben noch viel kleiner. Da redet man über die Plancklänge, die irgendwie 10 hoch minus 35 Meter oder so ist. Also es ist dann unvorstellbar klein. Und was vor dem Urknall war, da weiß man sowieso nichts, welche Physik da gegolten hat, ob es da überhaupt davor gab. Man nimmt an, dass die Raumzeit erst mit dem Urknall entstanden ist. Aber da wird es jetzt sehr spekulativ. Das verlässt dann schon wieder den Bereich, den ich einigermaßen überblicke. Ich hätte noch eine Frage zu dem Schema. Nicht zu dem Schema, zu dem mit den verschiedenen Leptonen, Bosonen, okay, da wo das Higgs dazugekommen ist. Das finden wir wahrscheinlich schnell. Jetzt, das da. Das mit dem Higgs quasi, wo das gerade frisch dazugekommen ist. Bitte? Dem Higgs-Boson. Ach so, wo das Higgs mit drauf war. Ja, das, genau. Das kommt hier dran. Das ist übrigens bezüglich der anderen Teilchen völlig identisch. Da sind bloß andere Farben gewählt. Das war das. Nee, irgendwo. Irgendwo hatte ich es doch noch. Ich find's wieder, muss ich bloß mal aus dem Präsentationsmodus rausgehen. Dann sehe ich das wahrscheinlich besser. Hier ist es. Das meinten Sie, ne? Das ist genau dasselbe, da ist nur das Higgs-Boson dazugekommen. Die anderen sind alle die gleichen Teilchen. Da hat es mich gewundert, dass das keinen Spin hat im Vergleich zu den anderen Bosonen, weil die haben ja alle eins. Richtig. Und das Higgs hat keinen, wieso ist es trotzdem ein Boson? Weil die Definition des Bosons sagt, Bosonen sind alle die Teilchen, die einen ganzzahligen Spin haben. Also nicht nur 0, sondern auch 1, 2, 2 gibt es nur mit zusammengesetzten Teilchen. Aber das ist auch ein Boson, fällt aber nicht unter die Gruppe der Eichbosonen. Gauge-Bosons, das sind die Eichbosonen, die haben alle einen Spin 1, auch das Photon. Das Boson hat keinen Spin, hat die Theorie auch vorhergesagt gehabt und man hat es tatsächlich aus den Experimenten so gefunden. Aber nochmal, die Definition des Bosons ist nicht Spin 0 oder ungleich 0, sondern Bosonen und Fermionen unterscheiden sich dadurch, dass die einen halbzahligen Spin haben, die Fermionen, also alle Materieteilchen hier, alle linken davon, und die Bosonen, die haben einen ganzzahligen Spin.
Deswegen zählt das trotzdem als Boson, heißt Higgs-Boson, ist aber dann außerhalb von der Reihe aufgeführt, weil es auch eine ganz andere Funktion hat. Es vermittelt nicht eine Wechselwirkung einer der vier Kräfte, sondern sorgt dafür, dass die Teilchen eben eine Masse kriegen durch Wechselwirkung mit diesem Higgs-Feld, das den ganzen Raum ausfüllt. So ist die Vorstellung der Theoretiker. Aber trotzdem nicht die Gravitation begründet? Begründet die Gravitation nicht, sagt aber, warum die kleinen Teilchen überhaupt Masse haben. Für die kleinen Teilchen spielt ja die Gravitation überhaupt keine Rolle. Die ist um so viel schwächer, dass zum Beispiel ein Atom, Elektronen und Kerne niemals aufgrund der Gravitation zusammenhalten könnten. Die ist so schwach, die ist um zig Größenordnungen schwacher als die Coulomb-Kraft, die elektromagnetische Kraft zwischen Elektronen und dem Atomkern. Also ganz anders. Begründet auch nicht eben, warum die Sterne zusammenhalten. Begründet aber erstmal, warum die Teilchen überhaupt eine Masse haben. Kurz nach dem Urknall haben die nach der Theorie noch keine gehabt. Das sieht man auch ein bisschen daran, dass die Massen, die hier dran stehen, hier oben, wenn Sie es angucken, 2,3 MeV, 1275, 107 oder 1,2 Gigaelektronen, 173, das ist so viel wie ein Goldatom, 4,8, sind alles völlig krumme Zahlen, die sind völlig willkürlich. Das sind keine Eigenschaften der Teilchen, die dadurch entstehen, dass nur für solche Werte eben dann die Schrödinger- oder Pauli-Dirac-Gleichung eben Lösungen hat, sondern das sind Zahlen, die irgendwie durch die Stärke der Wechselwirkung mit diesem Higgs-Feld zustande kommen. Wie auch, also da wird es mit der Vorstellung dann auch wieder schwierig. Aber so ist die Theorie da. Gut, danke. Ich glaube, mit noch mehr Fragen könnten wir auch nicht klären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nee, mit vermutlich nicht. Beeindruck jedenfalls, wie die kleinsten Teilchen mit dem größten, nämlich dem Universum, zusammenhängen. Ja. Aber es gibt halt noch eine Menge offener Fragen, insbesondere die der Gravitation, die wir gerade gehört haben. Ich hoffe, dass wir das noch irgendwann mitkriegen. Ob uns das dann zufriedener macht, weiß ich nicht, aber es ist ein Weg dahin. Ich danke Ihnen nochmal. Wenn man was weiß. Ich danke Ihnen nochmal für den Vortrag und die Fragen beantworten. Dankeschön. So, Dankeschön.